So Leute, wir sind wieder zurück. Wir sind auch schon im Game, deswegen gehen wir direkt herein. Und wie wir sehen. Sehen wir erstmal noch nichts. Sehen wir jetzt was? Was sehen wir hier? Wir sehen noch nichts. Warum sehen wir nichts? Captain Cooks, bitte erteilen Sie uns Rückmeldung. Warum sehen wir nichts? Ich erbitte Sie. Machen Sie bitte einmal Wasserstandsmeldung. Da, wie wir sehen, kein Wipe. Nix, Wipe. Nullo, Wipo. Wipo, Kandaipo. Wipo in Popo. Wer auch immer mit Wipes gerechnet hat, es hat sich entwiped. Ich habe gerade auf dem Klo mein Po gewiped. Ich glaube, das ist der einzige Wipe, den ich heute sehen werde. Denn hier gibt es kein Wipe. Kein Wipe, kein Hype. Alle Wipes haben sich ausgewiped. Schade. Ich hatte ja eine Resthoffnung, dass es ein Wipe wird. Aber es hat sich nicht erwiped. Stattdessen war es wirklich nur ein normales technisches Update. Voller Langeweile. Na gut, meine Damen und Herren. Wir sind bekannt dafür, mit Situationen so umzugehen, wie man sie uns vorgibt. Das ist unsere Spezialität, deswegen werden wir diese Waffe hier auf jeden Fall weggeben. Keiner mag sie, keiner will sie. Das behalten wir aber hier bitte einmal. Und das nicht. Das hier. Das nicht. So. Den KC, den RK5, das DTK und das PK behalten wir mal. Die Weapon gehen wir weg. Einen Rap vorbereitet. Rap my ass, sage ich dazu. So. Raps kann man nicht vorbereiten. Raps schlummern in einem oder nicht. Entweder fühlt man das gerade in dem Augenblick und dann kommt da ordentlich was rausgeschossen. Oder es wird in die Hose geschissen. Eins von beiden ist es aber. So. Wir gehen rein. Ich würde sagen mit dem Set, denn wir müssen das so oder so noch loswerden. Ach so, nee, das nicht, nee. Das habe ich nicht. Aber shitty bang bang passiert. Lass mich erstmal kurz konzentrieren. Ich muss erstmal kurz die Situation checken. Dazu muss ich einmal kurz das Ladekabel hier abmachen von der Maus. Jetzt können wir nicht ordentlich spielen. Mal kurze Frage, kann ich das mit dem Controller spielen? Das wäre lustig gewesen. Wenn der eine Controller-Erkennung gehabt hätte. Ja. Packen wir unser Doc-Tag aus. So. Wo ist die Maus hin? Ach da. So. So. Der muss da auch noch rein. So. So. Exit the location. Customs. Dreimal. Ja, passt. Werden wir direkt annehmen. Was kriegen wir dafür? 5. Nehmen wir. Elimination. Interchange. 6. Mit Thorax oder Stomach Shots. Das ist natürlich auch interessant. Lighthouse. Kannst du den Jahre schmieren? Was will er von uns? Find and transfer any location. Unter Helmets. Okay. Okay, okay, okay. Ich würde sagen, wir steigen in unseren Daily rein. Und zwar in den Exit Location dreimal. Oder, obwohl, warte mal. Wir haben sicherlich diesen Task. Interchange war sicherlich ein Tagestask, ne? Mit den. Ah, nee, doch nicht. Das ist ein richtiger Task. 7-mal auf Interchange rein und raus. Okay. Comtech 2, die Helmets, aber die Giselle K Armor, die war nicht käuflich, ne? War das so? Sehe ich das richtig? Giselle? Ja, das war die. Sehr gut. Bringt uns also exakt gar nichts. Das heißt, wir könnten entweder... Ja, wir haben 3 Tasks, die wir eigentlich auf Interchange erledigen können. Wir müssen noch 10 Scavs töten, so oder so. Dann müssen wir noch 6-mal exiten und wir müssen auch noch für ein Daily 6 Scavs töten mit Thorax oder Stomach Shots. Ich würde sagen, dann ist es eine easy peasy Entscheidung. Dann werden wir auf jeden Fall
in Inter reingehen. Ist ja wohl ein No-Brainer. Den Stash-Task können wir uns klemmen. Der hat keinen Sinn für uns. Aber wir werden natürlich versuchen, Scavs wegzuschnutzeln. Das machen wir auch. Wer ja gelacht, wenn nicht. Wer das? So. Raus. Ja. Das ist ein Plan, meine Damen und Herren. Ich passe noch kurz. Ach, meine Nase juckt, aber wie Teufel. Warum aktualisiert er das hier eigentlich nicht ordentlich? Warum aktualisiert er das hier nicht ordentlich? Der aktualisiert das hier trotzdem eigentlich für dich. So. Kann auch sein, dass wir ein bisschen weniger Action jetzt auf Interchange haben, ne? Wenn da die Bosse alle auf Customs unterwegs sind. Kommt es eigentlich ein bisschen entgegen, glaube ich. Schreiben wir denn da jetzt hin, Mann? Mir fällt nichts ein. Ach, das ist ja sogar noch der ganz alte. Ach, Bruder, ist ja... Absturz hier. Kurz den auf hier. Passt. So. 3 Minuten schon. Ich wollte doch noch was hinschreiben hier, Bruder, dass ich kacke das. Ja, jetzt haut's hin. Okay, das kommt uns natürlich nicht entgegen. Wenn Inter jetzt so leer ist, dann dauert nämlich das Reinjoinen immer ein bisschen. Dann wäre natürlich schon sinnvoller. Wenn wir denn doch nochmal auf Customs vorbeischauen, haben wir denn noch Tasks auf Customs? Das müssten wir gleich nochmal checken, weil wenn ich immer so lange zum Reinjoinen brauche, dann ist das ja auch ein bisschen low. Seien wir mal ehrlich. Kann man ja nichts machen. Wir sind aber auch schon wieder instant direkt an dem Punkt rausgekommen, wo wir für unseren Task einfach... einfach nicht rauskommen wollen. War denn hier das, wo man sich so gut hinlegen kann? War denn das? War ich das hier? Nee, eigentlich nicht, ne? Nee, hier nicht. Ach, jetzt. So, nehmen wir.
Scheiße fast. Warum ist das schwarz? Kriege ich das auch hell? Nee, geht nicht. Wer baut sich denn ein schwarzes Scope ein, Bruder? Die Ergo ist ja auch voll im Hintern. Okay. Voll leise hier. Alles ist mal so richtig leise hier. Kann man ja fast ein Kind zum Bett bringen. Okay, dran denken, Thorax oder Stomach Shots. Wo ist er denn? Wo ist der Skiff? Ich bin ja eben gehört, wo ist er denn hin? Wie noch eben gehört. Skev. Kommen Sie raus. Wir haben Task. Ach, dann also. Oh, warte mal, das ist, könnte aber auch ein Player sein. Hallöchen, Lucifer. Alles klar bei dir? Oder wo ist denn jetzt dieser Skeffin? Oder war das ein Player? Finger. Oder ich will diesen blöden Skeff jetzt. Wir brauchen unsere... Oh, oh. Habe ich da gerade... Warum steht der nicht auf? Steh auf. Oder es muss doch ein Player sein, oder? Welcher Skeff auf dieser Welt wäre denn so leise? Ach, da. Immer wenn man Skeff-Tasks erledigen muss, Leute, findet man einfach keine Skeffs. Ja, als ob. Das war ein Player. Aber 3 Euro. Aber er ist weg. Wie auch immer er diesen Trick... Da habe ich was von da wieder gehört. Leute! Da ist er doch. So, wir brauchen einen Stomach Shot. Oder bleibt mal stehen. Stomach. Wir brauchen Stomach Shots. Da ist der Stomach. Warte ich. Hör auf, ich brauche Stomach-Shots, ich kann es doch nicht ändern. Mann, wirklich, such's mir doch nicht aus.
Musst auch ein bisschen kooperieren, sage ich dir ganz ehrlich, so wie es ist. Ach, wir bluten. Ist doch schon wieder ein Lightbleeding, ne? Ich wollte gerade sagen, Alter, wir sind ja jetzt wohl gerade nicht ohne Heilzeug hier reingerannt. Das wäre ja kritisch gewesen. Lucifer hat direkt Glück gebracht. Lucifer hat nämlich unseren Skef direkt gen Hölle geschickt. Dort kann er jetzt über seine Seele herrschen, ihn knechten, sein Popo versohlen. Oder machen, was auch immer du gerne mit ihm hättest, machen würdest. Wie du möchtest. Er gehört jetzt dir. Ich habe ihn dir geschickt. Kannst du mir später danken. So, meine Damen und Herren. Das war der erste. Ich weiß, das war dilettantisch. Aber ich kann es nicht ändern. Immer dann, wenn ich gewisse Körperteile anzählen muss. Seht es mir nach, Leute. Dann fange ich mir auch mal ein paar. So, ich würde sagen, wir gehen durch den... Warte mal, haben wir immer kommen Exit? Ja, ne? Ja. Ich würde sagen... Wir gehen durch den Oli. Wir gehen durch den Oli. Nehmen da dies. Alles gut, Lucifer. Bloß gesagt, dass ich den einen Skef zu dir in die Hölle geschickt habe. Und du dich jetzt um ihn kümmern kannst. Wir gehen jetzt durch den Oli. Yo. Okay, okay. Sorry, I can't hear you. You're so... Come closer. I can't hear you. Now can you hear me? Yeah. Okay, have a nice day. Yeah, it's a nice day. Are you looking for something or... Something. Oder was ist los bei ihm? Yeah, I need to kill Skaffs and I need to exit from this map. That's it. So you're not in danger. Okay. Okay, have a nice day. Have a nice day. Oli kitzelt mir aber schon wieder, dass ich ihm doch noch eine drücke. Aber wenn man so nett zueinander ist, weiß nicht. Vielleicht finden wir uns drin gleich nochmal. Oder ich setze mich irgendwo hin und drücke ihm dann eine rein. Irgendwo, wo er mich nicht sieht oder so. Wo ich ihn aber sehe mit meinem Sniper. Ich bleibe auf jeden Fall nicht hier draußen stehen. So, wir gucken mal, ist er mir jetzt gefolgt oder so? Lustig wäre, wenn er jetzt hinter mir gestanden hätte. So, was machst denn du da? So, meine Damen und Herren. Oh, warte, ich kann hell sehen. Ich kenne Lucifers Antwort. Er wird jetzt sagen, durch Twitch. Na, aber Scherz. Kann ja auch alles Mögliche sagen. Wenn er jetzt sagen würde, TikTok, das wäre geil. So, was haben wir denn hier, meine Damen und Herren? Nichts, einen leeren Raum. Oh, oh, ich höre was. Dem gehen wir auf die Spur. Eigentlich sind wir gar nicht mehr so sehr auf Loot aus, um ehrlich zu sein. Wir haben 5 Mille im Portemonnaie und interessieren uns gar nicht so dafür. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn man in der Nähe von Loot ist, dann juckt einem doch schon immer der Finger und man muss einfach mal nachgucken. Da kann man nichts gegen machen. Nehmen wir. Okay. Okay, hier ist ja doch
Halbwegs Action. Action. Weiß nicht, ist das jetzt unser Buddy oder ist das jemand anders? Der wird von hinten eigentlich eher kommen, ne? Wir gehen immer auf den Grund. Ich merke gerade, dass wir nicht ganz durchgeheilt sind. Das ändern wir kurz. Alle Gliedmaßen gleichmäßig versorgen. In einer nicht ganz so guten Position dafür. Ein Bein noch und dann geht's weiter. Und Abfahrt. So, das Problem ist natürlich, dieser PMC-Boy, oder von mir aus auch zwei, haben uns jetzt die Skeffs weggenommen. Das finde ich nicht ganz so geil. Okay. Wenn ihr was seht, hebt bitte die Hand. Ruft einmal kurz Gegner, dann weiß ich Bescheid. Nur damit wir uns einmal einig sind. Na? Er soll ja seine Handzeichen und Rufzeichen kennen. Gesehen. Hm. Günni? Oh, du, der Günni? Da weiß ich jetzt leider nicht, wo der ist, aber... Ich bin hier, vielleicht können wir beide ja ein bisschen spielen. Ist er jetzt nach hinten gerannt? Ich bin doch Günni, komm mal her. Hm. Was ist das? Dass ich immer keine Lampen mitnehmen, Bruder, ist es aber auch. Eigene Schuld, könnte man meinen. Das ist immer wieder dasselbe. Wenn ich sie suche, finde ich sie nicht. Wenn ich sie nicht suche, finden sie mich. Brüllt der eine hier so rum.
So, gucken wir doch mal von hier. Sehen wir nichts, ne? Niemand. Einfach niemand da. Wo ist der denn? Der muss doch da irgendwo stehen. Hier irgendwo. Na gut, anscheinend sind die jetzt schon raus, ne? Nun. Anscheinend ist mein Hirn aus meinem Kopf raus. Oder wo war der denn? Das war sogar ein Thorax-Shot. Knappe Nummer. Zählt auch Thorax oder Stomach, beides in Ordnung für uns? Eieiei. Aber trotzdem, ey, schon wieder kein Exit auf Interchange. Ey, das war früher meine Standard-Map. Bin nur da geexitet. Ohne Ende. Und wir kommen einfach nicht mehr an den Exit. Ein Kill. Oder auf Customs knall ich dir in der Zeit 9 Leute weg. Ah. Nö, eigentlich geht's. Also ich habe ja Headphone off und ich finde, geht eigentlich. So, wir können ja mal hier unsere Stop-Mod 2 einpacken, die wir irgendwann mal geschenkt bekommen haben von guten alten Potapor für irgendeinen Task. Was muss da rein? 556er. Okay. Ach, Schmidt, habe ich da überhaupt was? Ach so, ja doch, die habe ich. Aber guck mal, wie wenig nur noch. Das ist natürlich... Wir können ja mal ein bisschen kurz Muni kaufen gehen. War dumm, weil die spiele ich natürlich wirklich selten. Allerdings muss ich jetzt auch sagen, wenn ich mir jetzt die wo sieht es nämlich aus, die 55er, oh, die kann ich mir mittlerweile kaufen, 56A1, die müsste besser sein als die 55er, ne? Was haben wir hier? Wir haben hier einen, ja, die ist besser, aber wo dann 20er Durability Burn. Für 5 Dollar den Schuss. Das ist natürlich schon echt ganz schön low. Was haben wir denn eigentlich standardmäßig bei der... Wo ist sie denn? 545er? Warum ist sie denn da? Was haben wir denn da standardmäßig für ein Durability Burn? Ich habe jetzt gerade nämlich die Seite nicht offen. BP Standard Game. 35er Durability Burn. Uff, ist die natürlich ganz schön Schmutz, wenn wir da jetzt nicht die gute Muni haben. Ah, wir machen es einfach mal. Ach, Nase. Oh, 45 fürs Magazin. Das ist ja eine Ansage. Das ist eine Ansage, meine Damen und Herren. Wir machen es einfach mal. Zack. Alle 150 Schuss her. Die geht dahin. Zack. 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 Rein damit. Rein damit. Weil es eben die beschissene Munition ist, packen wir uns mal hier die gute Weste ein. Aufräumen hier. Ach, bleibt noch da. Zack. Rein, rein und nochmal rein. Hier passt alles. Gut aus. Die gehen zu Neige. Einmal kurz nachkaufen. Uff, okay. Ein Grizzly, ja, den will ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Dann bräuchte ich einen Rucksack. Den will ich mir jetzt aber eigentlich nicht einpacken. Das heißt... Wir müssen kurz Levers kaufen. Zack, bumm, zack. Zack, zack. Perfekt. Oh, ich habe noch eins davon gekauft. Brauche ich nicht. So, ein Headset und dann geht er los. Hopp, den Gesichtslappen fehlt noch.
Okay, Abfahrt. Aber ich glaube, ich mache mal kurze Customs-Runde. So wichtig ist der Task am Ende des Tages jetzt wohl nicht mehr. Weil ich gerne mal sehen will, was jetzt hier Sache ist mit den Bossen auf Customs. Bau den Braten ja noch nicht so ganz. Da bin ich mal gespannt, ob das da wirklich so ist. Zack, das will ich mal sehen. Rennen da jetzt wirklich alle rum? Oder wie ist hier der Schuh? Hä? Leute? Klärt mich auf. Was finde ich da? Finde ich da jetzt alle Bosse, wie sie Tango tanzen an der Tankstelle? Das würde mich interessieren. Aber ich hätte wenigstens mal kurz gucken können, natürlich, Dummi. Wir auf Customs noch einen Task übrig haben, wenn wir den gleich machen können. Zur Not gehen wir jetzt einfach in den Marktroom rein, den Key ein bisschen runterhasseln. Ich habe da noch locker 17 oder 18 Türöffnungen an dem Key. Machen wir den jetzt mal ein bisschen leer. Lass ich mal kurz Titelos etwas an hier. Dip, 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 dip. Dim, dim, so, ja. Was machen wir da hin? Ja. Ass rein, Caps Lock an. So wird ein Schuh raus. So. Wenn heute noch kein Wipe stattgefunden hat, dann würde ich sagen, kommt es wahrscheinlich erst frühestens nächsten Donnerstag dann. Also Donnerstag hat sich ja mittlerweile als Update-Patch-Tag, whatever, auf jeden Fall etabliert. Dann haben wir jetzt wahrscheinlich noch vor dieses Event, was wir jetzt gerade haben. Kriegen wir wahrscheinlich am Montag nochmal ein neues oder so. Und dann Abfahrt. Was haben wir denn nächsten? Was wäre den nächsten Donnerstag für ein Datum? Heute ist der 27. Dann wäre das der 30. By the way, war nicht. Es gab auch dieses Ding, dass der Stim, der Obolong Stim oder wie auch immer das Ding heißt, gebufft wurde, dass der jetzt. Ja. Wie so ein Glücksstick ist. Und dann war doch unten irgendwie bei dem, im schlimmsten, also als Negativeffekt irgendwie stand ja dann da Gesundheit, Abzug und dann 3006. Und dann meinten noch einige, oh, es könnte der 30.06. sein. Das wäre ja nächsten Donnerstag. Also, an die Aluhutträger-Fraktion unter uns. Ist das ein Zeichen gewesen? Ist der Wipe am 30.06.? We will see. Ah. Oh, ich habe mich mal mit der Waffe ein bisschen beschäftigt. Ich habe zwei Scopes drauf. Einmal das hässliche, was ich nicht mag. Und dann das andere. Oben noch ein Laser drauf. Okay. Ein Suppi dran. Ich habe nicht mal die Stats von der Waffe angeguckt. Einfach eingepackt. By the way, muss ich auch sagen, ich habe eigentlich noch nie einen Waffengem gehabt. Nur ein einziges Mal. Wie war denn das nochmal, wenn ein Waffengem kommt? Alt-T? Ne? Alt-T. Wo Alt-T. Alt-T nicht Tactical Light? Was war nochmal? Ein Waffenjam beheben. Naja, wir finden es raus, wenn es soweit ist. Passiert sowieso nicht. Alles easy. Ah, schöne M1 weg. So. Oh, okay. Big Red. Wie war denn das, dass ich, so, ah, genau, Infrarot, das ist jetzt Infrarot, ne? Ja, okay, perfekt. Mit Infrarot
naht der Tod. Dein Gegner macht dich rot. Irgendwie so. So, wir gehen mal Trailer Park. Obwohl, ich habe den Key eigentlich bei für Dingsbums. Aber hier ist eine bessere Wahrscheinlichkeit. Ach du Scheiße, Bruder! Steht der da einfach oder was? Was ist das denn? Er steht da einfach. Ja, ist klar, Bruder. 50 Sekunden. Was war das denn für eine Runde? Steht da einfach Killer. Er steht da einfach random rum. Alter. So viel zum Thema. Sind denn noch alle Bosse da? Ja. Die Antwort ist, denke ich, gegeben. Da hatte ich ja gar keine Chance. Alter, das war ja... Das war ja... Bruder, das war ja wirklich... Dafür haben wir Munition gekauft. Ja, komm, dann packen wir unser MK rein. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Aber das war ja... Ich bitte euch... Null. Was ein Scheiß, Alter. PS ist da drin, okay. Was haben wir dran? PS. Ist jetzt überall nur PS drin? Ist nichts anderes? Zählt doch nicht. Ach, Scheiße, Bruder, ich habe nur PS. Sind die anderen jetzt auch nur PS? Überall nur PS drin. Ach, so eine Kacke. Na gut. Was willst du machen? Dann haben wir halt nur PS. Okay. Ja. Das war ja eine ganz tolle Runde. So, können wir jetzt nochmal die Chance nutzen. Kurz gucken, ob auf Customs irgendwelche Tasks haben. Wir haben keinen einzigen Custom Task. Wir haben nur Any Location Tasks. Und bei Operational haben wir einen. Dreimal Surviven. Naja, den probieren wir mal. Einmal hat es nicht so gut geklappt bislang. Das steht schon mal fest. Nun. Das war ein Trauerspiel. Nein. So, jetzt riskieren wir unsere wirklich super ausgestattete MK47, aber mal auf einem ganz dollen Level. Wenn wir die verlieren, dann wäre das echt traurig. Im besten Fall stellen wir natürlich wie der eben bei Killer. Aber okay, wäre natürlich jetzt gut zu wissen, ist denn Killer wenigstens auf einem festen Spot sozusagen? Also ist Killer jetzt nur da beim Trailer Park und jeder Boss hat jetzt quasi auf Customs gerade seine Area. Einer Dorms, einer Fortress, keine Ahnung, einer Big Red, einer Trailer Park. I don't know. Das wäre natürlich gut zu wissen. Ich dachte halt auch, weil man hat ja nichts gehört, so da waren auch keine Begleitdullis von ihm, die irgendwie einen Laut von sich gegeben haben. Selbst er hat nur einmal kurz gerufen.
Hat uns dann aber auch einen weggeflankt, Alter. Laser-Headshot. Richtig ärgerliche Nummer. Aber gut, okay, wissen wir Bescheid. Merken wir uns. Merken wir uns. Merken wir uns. Das ist ein Käse gewesen. Ich glaube, ich habe ja auch schon wieder was vergessen. Na gut, okay. Ja. Naja, passiert. So, Leute, was ist los bei euch? Schönen Donnerstag. Nee, was haben wir heute? Ist halt Mittwoch oder Donnerstag? Alter, heute ist Donnerstag schon wieder, oder? Alter, heute ist Donnerstag. Ich laber vorhin schon die ganze Zeit, es ist Donnerstag. Bum, 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 bum. Ich so, hä, was ist heute für ein Tag? Es ist Donnerstag, mir ist total wie Mittwoch. Heute ist freaking Donnerstag. Wisst ihr, was das heißt? Es ist Donnerstag. Das heißt's. Krass, Donnerstag, okay. Shit. Die Woche rennt schon wieder an einem vorbei. Leute, ich habe eigentlich noch so viel auf dem Zettel heute. Und heute ist schon Donnerstag. Ach Quatsch, heute ist schon wieder. Bruder, Sprechdurchfall vom Feinsten. Ich habe die Woche noch viel auf dem Zettel. Ja, morgen ist Freitag. Ist ja noch schlimmer, oder? Ey, heute ist Donnerstag. Das heißt, morgen ist Freitag. Und weißt du, was es noch heißt? Übermorgen ist Samstag. Crazy. Ich habe noch so viel zu tun. Ich dachte einfach, es ist freaking Mittwoch. Ich habe noch in meinem Kopf, habe ich vorhin zu mir noch selber gesagt, so, ja, easy, wenn der Stream halt vorbei ist, irgendwie so. Muss ja diese Woche noch das und das schaffen, quasi arbeitstechnisch. Easy peasy, du hast ja noch zwei volle Tage vor dir. Nee, fick, heute ist Freitag. Donnerstag! Verdammte Kacke. Ah! So. Ich will ja nichts sagen, aber irgendwie performance-technisch ist Customs heute ein bisschen ruckelig. Ist das vielleicht, weil hier alle Bosse drauf sind? Es wäre halt schon irgendwie ein bisschen easy für mich. Oh, da aber mal einen ganz harten. Lecker haben wir hier. Es wäre schon ein bisschen easier für mich, auch so, um nicht alle meine Weapons zu wasten. Wenn ich so ein Gefühl dafür hätte. Wo die Bosse untergebracht wurden. Okay. Oh, okay. Oder hier ist die Action aber am Ausrasten. Ich will auch. Lauf mir doch mal einer vor das Fadenkreuz. Bitte. Bitte. Ich sag auch ganz nett, bitte. Ich bleib dabei. Leitern klettern wäre auch schon noch so eine nice Sache hier in diesem Spiel. Okay, ich glaube, meine Strategie geht nicht auf. Wir werden uns bewegen müssen. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich mich dahin bewegen sollte, wo alles explodiert. Okay, ich habe eine Idee. Eine Idee. Oh, Bruder, ich dachte, da ist einer. Ich weiß halt nicht, und das ist echt das Blöde. Ich weiß nicht, wo die Bosse sind. Ich will jetzt nicht nochmal so wie eben den Killer reinrennen.
würde gerne mal meine Fähigkeiten zeigen. Nach 200 Stunden Tarkov. Und zeigen, dass ich zumindest weiß, wo die Tasten auf der Tastatur sind und was sie machen. Also das ist ja so ein bisschen meine Mindestanforderung an mein Showcase. So, hier werden jetzt gleich welche rauskommen, oder? Wenn die da hinten alle Explosionen machen, dann würde ich sagen, sneaken wir uns hier mal unseren Weg zum Trailerpark und klauen uns einen Ferrari. Oder? Ich halte das für eine legitime Sache. Nein, Scherz, wir gucken natürlich, ob da jetzt immer noch ein Boss ist. Oh, Airdrop, incoming, aber nur einer. Oder ist dieses Event vorbei, dass multiple Airdrops stattfinden? Oder korrelieren die miteinander? Oder aber droppt das Ding jetzt nicht hier bei mir? Ach, der droppt zwei Kisten, okay. Weil ich hatte bei anderen Leuten im Stream gesehen, eins. Bam, bam. Nur eine. Ja, da habe ich einfach kein Glück. Ich hatte bei anderen im Stream gesehen, aber dann war das vielleicht im Wochenende oder letzte Woche, dass halt auch mehrere Flugzeuge unterwegs sind. Aber davon habe ich gar nichts erlebt. Das ist offensichtlich komplett an mir vorbeigegangen. Also, ich meine, ich habe davon nichts abbekommen gehabt. Noch die Zwei-Kisten-Aktion verwehrt man mir. So. Hallo. Ob der Killer noch hier ist, sehen wir, wenn das Licht angeht. Oh, warte mal. Ah, ne, habe ich hier nur eine Lampe an. Natürlich habe ich vergessen, mir hier das Steiner drauf zu machen. Natürlich. Stattdessen haben wir uns einfach nur ein Tactical Light drauf gemacht. Weil wir hinten Dulli sind. Weil wir ein freaking Dulli sind. Ist rein. Ah, ah. Oh, ein Playpoi. Ah, ist rein. Aha. Ja. Show me. Nice. Mhm. Ah, ja. Mhm. Oh, was war das denn? Komisch. Okay, ich glaube, ich tendiere dazu, dass hier gerade keiner mehr ist. Also kein Boss. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich glaube, weil hier keines Ceres. Wenn du eine Ahnung hast, sind denn die Bosse alle in Begleitung oder sind die Bosse alleine hier?
Wir hören ihn. Scheiße, kann man da irgendwo hoch? Wisst ihr das? Kann er hier oben drauf sein? Ich habe Metall gehört. Will er mich umlaufen, oder? Fuck, Bruder, Map Knowledge. Wo ist er? Ich höre ihn doch. Er hat keinen Bock auf mich. Oh, Bruder, was ist denn jetzt los hier? Immer noch links. Sorry, dass ich gar nichts sage, aber ich muss das jetzt hören. Okay. Ich glaube, er ist weg. Ich habe auch schon wieder keine Grenados bei, ne? Ist er da? Oder sie? Oder wo sind die denn? Werd verrückt. Ist hier irgendwas? Nichts. Okay, dann gehen wir noch ein. Du, hast rein. Jetzt haben wir eine beschissene Position. Und. Fuck! Hat er mich gerade fett genannt?
Schmutz. Macht ihr denn? Okay, er ist da oben drauf. Wenn er jetzt runterkommt, mache ich Licht an und schieße. Oh, Bruder, die Spannung. Meine MK47! Ich hab nicht mal eine Kugel getroffen. Joppe-Dipp. Warum hat er sich denn aufgeregt, dass ich auf ihn schieße, Bruder? Was war er denn für einer? Dachte er, wir geben uns die Hand oder was? Er hat doch die Jagd auf mich gemacht. Bruder, weißt du, wie der gleich die MK47 wegschleckern wird? Oh. Oh. Okay, na dann, nächste. Mit PS-Munition hier. Oh, man. Oh, habe ich ein Adrenalin in mir. Oh. Oh, warte mal. Ist ja richtig, das hier ist falsch. Jetzt hätte ich fast die falschen Maggas eingesteckt. Das wäre ja... Weil sie halt auch beide Gen M3 heißen, Alter. Das wäre kritisch geworden. Oh. Mann, Mann, Mann. So eine gute Chance wäre das gewesen, ihn wegzuballern. Eine Chance hatte ich für den Schuss auf jeden Fall, wo er mich nicht richtig gesehen hat. So, alles gut ausgestattet. Ups, naja gut, komm, kaufen wir noch ein paar. Ganz schön teuer, aber nehmen wir. Was hat denn unser Scarf hier für... okay. Nee, danke. Oh Mann, Leute, das wird interessant. Ah, wir verwerten jetzt wirklich den ganzen Stash, den wir haben. Einmal alles, was wir da jetzt drin haben. Wird auch in den Einsatz gebracht. So viel ist, denke ich, klar. Ein bisschen schön den Stash minimieren. Die Junkboxes haben wir schon verkauft, samt komplettem Inhalt. Wir haben eigentlich nur noch unten einen Rig mit Keys drin. Was haben wir noch? Die paar Rucksäcke, die wir da haben, sind aber nicht mehr viele. Es sind vielleicht noch ein Berghut, 2-3 T20 und dann den Attack 2 oder was auch immer das ist, den wir da haben. Ich glaube, das war's schon. Aber gut, brauche ich auch aktuell nicht. Meine Survival Rate ist aktuell echt kacke mit dem Event. Aber gut, so ist das. Das Einzige, was wir brauchen, sind Headsets, Westen, Waffen und Munition. Und das war's. Und mit den 5 Mille, die wir haben. Ich sag's ganz ehrlich, zur Not bauen wir uns nachher wieder die AKS-74. Die Ding ist eigentlich ganz gut. Die hat natürlich einen scheiß Scope. Aber an sich ist die eigentlich ganz okay.
Und sie hat gute Munition, die man reinstecken kann, die gute 45er. Das läuft. Das passt. Und dann können wir easy peasy rein. Also wir kriegen hier ein paar easy lockere Runden hin. Und zur Not, ganz komplett zur Not, wenn wir unbedingt was looten müssen, dann machen wir wieder Shoreline. Da kriegen wir locker immer zwischen einer Viertel bis halben Million raus pro Runde. Aber das wird nicht nötig. Wir haben noch über 5 Mille. Alles easy peasy. Wir haben so viele Waffen noch rumliegen. Wir haben noch so viele Waffen. Wir haben noch M4s, wir haben noch MP7s. Dann diese eine Waffe, die ich mir vom Namen nie merken kann. Davon haben wir auch noch 2, 3. Wir haben auch noch eine. Die M9. Ja. Easy. Was können wir uns merken? Was hätten wir diesmal besser machen können? Ganz einfach, aggressiver spielen. Ich hätte mich direkt hochheilen sollen, als ich gehört habe, dass er wegläuft. Die Chance hätte ich nutzen sollen, um mich noch mehr hochzuheilen. Es wäre nur ein Limp gewesen und der Thorax oder der Stomach, weiß nicht genau, was das eben war. Ich glaube, der Stomach war das, ne? Und dann hätte ich nicht da drin bleiben sollen. Oder wenn ich schon da drin bin, hätte ich mich wenigstens so in die Ecke hocken sollen, dass er mich nicht sofort sieht, wenn er reinguckt und vielleicht ein Stück hätte reinsteppen müssen. Oder aber ich hätte einfach nicht da reinrennen, sondern den Weg runterrennen sollen. Oben, im besten vielleicht hoch in den Hochstand, wenn ich da nämlich gewesen wäre. Oben, wo er oben auf der Garage war. Nutella. Das wäre ein richtiges Träumchen. Träumchen, Fläumchen gewesen. Sag ich ganz ehrlich, das war meine Chance. Da hätte ich die Chance nutzen müssen, Leute. So ist das und nicht anders. Sag ich ganz ehrlich. So nicht anders. So. Oh, mein Fuß juckt. Labs, ich habe noch, oh, siehst du, das fällt mir auch ein. Ich habe noch 2 Labs Entry Cards. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich kenne die Exits immer noch nicht. Entries habe ich gesagt, Exits. Entries kenne ich logischerweise, weil die sind automatisch. Aber die Exits, die kenne ich immer noch nicht. Ich kenne nur den einen, den wir ausgecheckt hatten, der dann nicht funktioniert hatte, der beim Garagentor, Bruder, aber ich komme auch da unten überhaupt noch nicht klar. Ich weiß gar nicht, kann ich offline auf Labs spielen? Geht das? Geht, glaube ich, gar nicht, ne? Ich kann nur online auf Lepsi-Schwepsi spielen, ne? Kann das sein? Ach, Bruder, also die Tasche ist ja wirklich zuletzt immer leer und Loose Loot daneben ist halt auch. Aber ganz ehrenlos geworden. So. Was sagt Old Gas Station? Exit aktiv? Exit nicht aktiv, aber leuchtet grün. Ach, boah, ich krieg schon wieder Halos. Wir gehen einfach mal rein. Da liegt manchmal ganz guter Shit. Upp. Okay. Die Tür machen wir zu. Ach, scheiße, ich habe so ein Ding hier dran. Ja, Bruder, wir sind tot. Ich sollte mir vielleicht mal die Waffen angucken, bevor ich sie einstecke. Nur so eine Idee. Aber ich glaube, das wäre gar nicht so dumm. Oh, Bruder. Zack. Bringt uns natürlich nichts, wenn wir sterben. Dann können wir den auf dem Flea nicht verkaufen. Aber der ist gut. Da kommt schon wieder Kumpel Airdrop. Hier drin ist sonst nichts mehr, ne? Ich kann hier kaum was durcherkennen. Check so laut. Okay, dann ab zu Fortress. Aber hier ist eine PvP-Action. Ich weiß nicht, ob ich da mithalten kann, Alter. Die reißen hier echt ganz schön ab, alle.
Das gibt's nicht, Bruder. Ich geb ihm den... Ah, das gibt's nicht. Er macht einen Schuss, Bruder. Was ist das denn hier? Ich komme zu gar nichts. Bruder, ich komme zu gar nichts. Oh, Leute. Ah, der ist ja Horror. Ist ja Horror auf Customs. Uff. Ist ja Horror, Leute. Ist ja Horror. So, du nimmst erstmal den Zucker entgegen. Bitteschön, Dankeschön, tschüss. Ufti Mufti. Hardcore. Okay. Ja. Was spielen wir denn dann jetzt? Die sind halt auch alle scopig unterwegs, ne? Also es sind ja alles One-Shots, du hast eben auch gehört, das war schon... Hier haben wir wieder 5,56er, das ist natürlich wieder ein 46er Ergo bei einem 63er Recoil. Ja, ist halt eine Radar-Waffe, hat also auch nur noch eine 76, kann also auch jammen, aber ich würde sagen, wir probieren es einfach. So, haben wir denn noch MK16 Max? Ich glaube nicht mehr, ne? Doch, eins noch. Das würde auch gehen. Oh, das würde auch gehen. Starnak würde auch gehen. Okay, lass rein. Dann füllen wir hier mal unsere M56er A1 rein und packen oben drauf dann hier noch die 55er. Dann passt das auch. Ersatzmuni, ja. Habe ich jetzt nur bei dann zur Not die... wo ist sie denn jetzt? Wo ist sie? Sie hier? Hä? Ich, da. Ja, passt. So, okay. Vielleicht packe ich mir noch ein paar Granaten ein. Wenn die Granatenbox leer ist, kann ich die auch noch verkaufen. Dann haben wir noch mal ein bisschen Kohle. Das ist doch auch was. Oder? Ich würde sagen, das ist eine Idee. Jede Runde hier schön Saliva wasten. Beste Leben. Dann wieder noch die übliche Socke. So. Also aktuell die Runden sind ja ganz schön kurz, meine Damen und Herren. Das ist ja fragwürdig. Da bin ich ja mal gespannt, was ich hier in Shore, was da tatsächlich wieder zurückkommt. Also da bin ich ja etwas pessimistisch. Da. So, diese Runde hasseln wir aber. Diese Runde hasseln wir. Wir müssen ja im Grunde nichts anderes tun, als den Gegner treffen, bevor er uns trifft. Ich glaube, das ist das Wichtigste in dem Spiel. Habe ich mir sagen lassen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass Customs sich gerade ein bisschen laggy anfühlt. Soll keine Ausrede sein. Aber ich glaube, da sind jetzt in jeder Runde so viele Spieler drauf,
Plus die normale Anzahl von Scavs wahrscheinlich. Plus alle Bosse und wahrscheinlich Begleit-Dingsies. Dass halt einfach mehr Load auf dem Server drauf ist, mehr geladen werden muss. Mehr gerendert werden muss. Und dass die Map gerade ein bisschen laggy macht. Was ich, by the way, immer noch ziemlich kacke finde, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, schaut euch mal sowas wie Battlefield an. Ja, die Maps sind nicht so riesig, aber die Spieleranzahl ist ja um ein Vielfaches größer. Und aus einer reinen Logik heraus würde ich es extrem viel anstrengender zu finden, ein bewegliches Objekt zu loaden und zu rendern, als ein Gebäude mit einer Textur, deren Qualität ich selber mit meinen Settings auch noch beeinflussen kann, verursacht. Zumal ja auch die LOD so gering bei mir eingestellt ist, also dass er ja auch Visibility nur lädt. Und ist ja auf dem externen Server. Er lädt es ja nicht bei mir, er lädt es ja auf dem externen Server und streamt es mir rüber. Was ich ehrlich sagen muss, Leute, es kann eigentlich nicht so schwer sein, die Qualität da ein bisschen hochzufahren, was die Performance angeht. Das darf eigentlich nicht so schwer sein, Leute. Werbt doch mal ein paar Leute ab bei Battlefield oder Call of Duty oder bei irgendeinem anderen Spiel, was nicht zackt, wenn es um Performance geht. Und davon gibt es verdammt viele. Also die nicht zacken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da nicht mal jemand findet, der sich dem annimmt. Und gerade bei, ja, bei FPS, also beim First-Person-Shooter meine ich, bei einem FPS sind doch die FPS wichtig. Bei einem First-Person-Shooter sind die Frames per Second wichtig. Ja? FPS braucht FPS. So hört ein Shooter aus. Und gerade eben hatte ich schon das Gefühl, als ich dem einen Schuss unten gegeben habe in seinen Fuß und er sich dann hingelegt und mich geone-shottet hat, dass er ja mindestens 100 FPS gehabt haben muss, um den so nahtlos zu treffen. Und ich hatte halt das Gefühl, weiß nicht. Wirklich schnell genug, oder? War das nicht erste Sahne? Übrigens, by the way, Lockenkopf, bist du da? Kannst du mir mal kurz einen Gefallen tun? Ich bräuchte einmal kurz deine Hilfe, wenn du einmal kurz sagen könntest, ja, ich bin hier. Und dein Patscherhändchen nehmen könntest, dann wär's rein. Denn ich habe noch eine offene Frage, die einmal geklärt werden müsste. Ach du Scheiße, Bruder! Geh mal bitte kurz in Slack und frag mal BK, was 14:30 jetzt ist. Ist das jetzt oder nicht? Weil er hat keine offizielle Bestätigung des Termins gegeben. Und ich würde gerne einmal wissen, ist da jetzt nun was oder nicht? Weil er hat nichts mehr dazu geschrieben. Ich habe nichts im Kalender, keine Einladung, kein gar nichts. Bitte frag ihn einmal, ob das jetzt stattfindet oder nicht. Da wäre ich dir verbunden. Oder 100 Pro war das eben Boss mit Ray, Kumpels. Da sind 2, 3 eben da gelaufen. So schnell kann ein Player da gar nicht sein. Da ist kein Player-Spawn in der Nähe. Der ist erst hinten die Straße runter. Stehen die jetzt alle hinter der Hütte oder wo sind die? Da muss ich erstmal meinen Laser anmachen. Da. Hast rein, Airdrop jetzt auch noch. Oh, jetzt geht's los. Danke dir. Bruder, ich will ja jetzt hier nicht rumwurzeln, aber ich hätte schon gerne mal eine Idee, wo die jetzt hin sind.
Das Ding ist, wenn ich jetzt zu Dorms hingehe, habe ich was vor mir, habe ich was hinter mir. Und ich stehe recht offen. Ich überlege kurz, ob ich mich da von unten annähere. Aber da habe ich auch nicht so richtig Vertrauen drin. Ich gehe mal kurz hier lang und gucke, ob ich drüben jemanden sehe oder auf der Brücke. Nee. Wie sich das da hin und her bewegt, Buddy. Ja, also sorry, aber dieses Scope finde ich echt nicht so dolle. Die Umrandung vom Scope nimmt einfach so viel vom Sichtbereich ein. Dass das Ding auf meiner Geburtstagswunschliste nicht stehen würde. Aber was weiß ich schon. Okay, die haben sich scheinbar verpufft. Dann ist dem so, wir gehen zu Dorms. Verpuffung ist real, wie man so schön sagt. Wir könnten ja auch mal machen, dass wir hier hochgehen. Mal ein bisschen sneaky versuchen zu sein. Astrein, wir haben absolut keinen Blick auf irgendwas. Ist ja ein Träumchen hier. Gehen wir mal hier hin, gucken da mal runter. Jetzt sind welche sind unten oder nicht? So. Jetzt gucken wir mal. Oder ich suche mir die beschissensten Spots aus. Okay. Wir machen hier mal einen Spaziergang. Gucken mal, ob wir was finden. Alles klar. Den hören wir. Wohlgemerkt, wir haben keinen Helm auf. Das kann für uns nicht gut enden. So, damit ist unser Eingang, Eintritt in Dorms. Ach du Scheiße, Bruder. Hello, my friend. Wollen wir ihm antworten? Nein, oder? Zieht die Poperze zusammen. Na, er könnte glauben, dass ich das vielleicht war. Ah, er macht den Taschentrick. Zusammenreißen. Moment der Wahrheit.
Ey, ich bin immer wieder in dieser Situation. Ich bin halt in der Sackgasse. Ich kann nur in eine Richtung laufen. Und er kann den Spot so abaimen. Weiß nicht, wie ich mich immer wieder in diese Situation bringe. Was machen wir denn da jetzt? In dem Augenblick, wo ich mein kleines Köpflein aus der Tür rausstrecke, platzt es. Wie ein Luftballon. Oder eine Melone. Weil er den Spot doch 1A abaimt. Okay, das war eine Granate. Er nähert sich uns. Na komm. Langsam tut mir mein Daumen vom Lehnen weh. Bricht mir ja gleich noch die Taste an der Maus ab. Das Ding ist, ich kann ja hier nicht mal leise rauslaufen wegen den Scherben auf dem Boden. Das Infrarot sieht er nicht, ne? Was da hinten so ein ganz kleines bisschen an der Fliese ist, das sieht er nicht, oder? Es ist halt freaking Infrarot. Dass man das überhaupt sieht. Ach, Bruder. Ach Mensch. Na gut. Weit. Okay, wir gucken. Wir sind so mutig. Wir sind Pioniere. Oh, Bruder! Oh, jawoll, Bruder! Down the motherfucker is! Wir warten kurz, ob er einen Buddy hat. Hört sich nicht so an. Okay. Hier. Okay. Das ist ein ziemlich menschlicher Salathaufen. Dann nehmen wir ganz kurz einen Screenshot machen. Der eignet sich gut, der Salathaufen. Für unser Thumbnail nachher. Deswegen speichern wir uns den einmal kurz weg. Thumb. Menschlicher Salat. Abspeichern. So. Was haben wir denn hier Schönes?
Okay, das war ein Boss, ne? Wenn der hier einen Tactical Rig hat von der Größe. Oh, im besten Fall hat er gerade eben. Alter, was ist denn hier passiert? Ja, er hat, glaube ich, alles schon auf sich gerade eben geballert. Wir legen uns hier mal rein. Uff, okay. Ich brauche einen Rucksack. Warum hast du nur so einen kleinen Rucksack bei? Was denn bei dir verkehrt? Was hat er für Müll einstecken? Okay. Weg. Gib mir das Jusek. Nee. Ah, deswegen hat er mich auch nicht gehört. Ey, Bruder, spiel nie mit so einem Helm. Du hörst doch niemanden. Ich finde das Selbstmord. Ich finde das selbst. Oh nee. Nein. Ja, okay, die können es machen. Okay, das war ein volles Magazin. Egal, okay, gib her. Okay, haben wir. Check Magazine ist full, ne? Wir haben hier auch 556er drin. Läuft. Aber das ist doch. 38er Ergo bei einem 50. Ja, nee, Bruder. Das ist Schmutz. Der hat aber. Aber er hat einen Ultra 5 dran und einen G-Shock. Off. Na gut. Nehmen wir mit. Den hat er nackig gemacht. Was ist mit ihm hier? Der hat auch nichts. Okay. Einmal anlacken. Oder wie sie da alle liegen. Ach du. Nicht dein Ernst, Bruder. Ehrlich. Ist nicht der Ernst. Oder? Also ich bitte euch. Mutz. Was haben wir denn für Exits? Dorms wie Exit? Oh. Ey, ich würde den fast einmal kurz nutzen wollen, um die USEC und die Weapon rauszubekommen, weil das ist direkt wieder eine nächste Runde für uns. Und wir haben ja gerade so viele getötet. Ich meine, ich habe hier gerade 6 Kills oder so gemacht. Leise geworden hier. Okay, na, auf die Entfernung werden wir jetzt hier nicht in Scav schleckern. Das ist uns too dangerous. Karre ist noch da. Okay. Dann schreien wir mal. Ach Gott, Kampffuß. Da sind so viele Türen offen. Da spiele ich lieber so wie rein, so raus.
So. Bezahlt. Okay, der Hack funktioniert nicht mehr. Okay. Dann verstecken wir uns hier mal lieber. Dann, wenn jetzt hier noch Action ist, gehe ich da nicht wieder rein. Aber das hat sich eher ein bisschen weiter weg angehört, würde ich behaupten. Wie viel Zeit noch? 16 Sekunden. Das war auch, glaube ich, ein Sniper-Schuss. Ne? Kann sein, spawnen eigentlich die Sniper oben auf den Sniper-Türmen da? Spawnen die dann... Können die ein zweites Mal spawnen? Aber wenn man das... Nee, der hätte mich ja niemals gesehen. Aber der hat vielleicht auch jemand anders geschossen. I don't know. Muss ja nicht mich gemeint haben. Okay, erst rein. Oh! Erster Exit von dreien, die wir benötigen. Oh. Das erste Mal, dass wir heute überlebt haben und unseren Stinkflinte weggeballert haben. Groß geht raus an Stinkflinte. Vielen Dank für den Loot und dass du uns vorher schon mal alles so ein bisschen zusammengesucht hast, dass wir da nicht die Leute alle einzeln looten mussten. Verbindlichsten Dank, mein Brother. Mit der Stinkflinte. Ach, Bruder. Heute verdaut aber irgendwas in meinem Magen. So, die packen wir mal raus. Die ist, ja, also ich glaube, die nehmen sich hier nicht viel. 46, 63, 38, 65. Ja, sie sind ähnlich. Hat einen besseren Zustand ein bisschen als meine hier, aber sind schon sehr ähnlich. In Ermangelung der Tatsachen und anderer Waffen würde ich sagen, packen wir die einfach hin und lassen die ultra hässlich aussehende Waffe einfach mal da. Was ist das für ein Ding? Was kriege ich dafür? Also mit okay, ein Fuffi. Ich weiß, glaube ich, dass es die braucht für den Collector-Task, ne? Beim Collector-Task muss man die irgendwann abgeben. Ich bin relativ sicher. Allerdings werden wir den wohl nicht mehr erleben innerhalb der nächsten 4 Wochen. Von daher spielt der für uns nicht die riesige Rolle. Kann also auch weg. Geht er auf den Flieh. Kann auch ein bisschen rumliegen. Machen wir ruhig für 49,99. Zack, bumm, zack. Passt schon. So, mit dem Rucksack. Einen Magger lassen wir hier. Was war da drin? Oh, das ist eigentlich ganz gut. Dann würde ich sagen, lassen wir das Ding hier. So. Unloaden das, weil hier war schon ein Mix-Salat drin. Granaten haben wir bei. Die können wir wegpacken. Die können wir wegpacken. Boah. Nehmen wir mal das mit und das hier. 6. So. Morphin brauchen wir nicht. So, lass mich mal kurz gucken. Hier, das hat das Ding jetzt hier noch? Habe ich überhaupt so ein Ding? So ein Orpho Vollmate? Habe ich nicht mal, ne? Ich habe kein Orpho. Kein Orpho. Kein Orpho Vollmate. Ist denn der Buff noch? So, kurz hier gucken nach den Sticks auf dem Markt. Medication? Aber hier sind die Sticks nicht. Ach doch, hier Injectors. Da! Odolbus, den... Ach, du Schande! Ja, der hat den Buff noch. Aber ach, du Schande! 370.000! Max Stamina, 30 Minuten. Stamina Recovery, Endurance, Strength, Resistance, Charisma, Mary, Intellect, Attention. Unknown Toxin, auch 1800 Sekunden. Eine 5% Chance, dass du instant drauf gehst. Ich soll also für 370.000 kaufe ich mir eine 5% Chance drauf zu gehen. Quasi russisch Roulette. Ja. Nö. So, nachladen, reinpacken. Abfahrt. Wir müssen Geld auftanken einmal kurz. Oh, und der GP-Coin. Der ist natürlich wichtig. Nee, falsche Tasse. So. Zack, zack. 1, 2, 3.
17 Mal können wir noch in den Markt Room. Das ist auch ein... Oh, der wird aber gerade teuer. Der war die letzten Tage teilweise echt... Oder Wochen vom Preis kacker, aber das war ja eben angenehm. So, alles klar. Einmal kurz schnabulieren und dann geht's wieder rein. Machen wir wieder Customs. Wir wollen natürlich unseren Daily loswerden. 38 durch 2 sind 15, sind 19. Und checken wir hier mal kurz ab, was Reggae Boy. Achso, die gibt uns die Kohle wieder. Und dann geht's rein. Hm. Gucken wir mal, ob wir diese Runde überleben. Ensure, Abfahrt, ready. Läuft, Leute. Wir haben über 5 Mille. Wir sind gut unterwegs hier. Es läuft. Das Einzige, was wir natürlich designtechnisch, könnt ihr jetzt sehen, weil mein Kamera aus ist, das Einzige, was ihr seht, was designtechnisch und modetechnisch absolut nicht geht, sind diese blauen Trägerriemen vom Rucksack. Ich würde sagen, auf einer Wertung von 1, nee, von einer Wertung von 10, wie sehr gut, bis 1, absoluter Unterschmutz, ist das auf jeden Fall eine 1. Muss man sagen, ist absolut super hässlich, geht kaum hässlicher, wollte ich euch nur mal gezeigt haben, ist absolut freaking hässlich. Woran ich eben gar nicht gedacht habe, da hätte ich mal dran denken sollen. Das ist ja natürlich auch wieder so eine Knutschkugel, ne? Wie dieser Campingrucksack, damit sieht man uns viel einfacher. Also vielleicht schmeiße ich den mal doch direkt gleich weg. Ich glaube, den schmeiße ich gleich mal weg. Ich glaube, es ist dumm, mit dem rumzurennen. Oh mein Gott! Oh nein, nicht schon wieder, Leute. Nein, 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 nein. Erstmal stopp mal den Scheiß hier mal wieder. Oh mein Gott! Nein, ich sagte stopp. Ich glaube, danach müsst ihr jetzt aufhören. Oh mein Gott! Ja, dann nicht aufgehört. Jetzt hört er aber auf. So, wer auch immer, sollte hier gerade jemand zugucken, der sich der Meinung ist, das machen zu müssen, bleib ruhig gerne im Stream dabei. Ich zeig dir nachher, wie absolut freaking leicht es ist, diese Follows in einer Sekunde Auto zu löschen. Das ist super easy. Bleib gerne im Stream dabei, guck ein bisschen Tarkov mit mir zusammen, mit uns zusammen, hab ein bisschen Spaß und dann zeige ich dir nachher, dass du das Geld, was du dafür ausgegeben hast, um diese Follows zu kaufen und mir rein zu spammen, dass das absolut gewastet war, weil es mich eine Sekunde Aufwand dauert, diese Follows einfach wieder zu löschen. Insofern viel Spaß. So Leute, wir lassen uns nicht weiter davon ablenken und freuen uns auf die Runde. Eine Minute noch, dann geht's rein. Aber nicht vergessen, den Rucksack, den müssen wir natürlich sofort abwerfen. Den wollen wir natürlich nicht behalten. Ganz wichtige Nummer. Ich sehe gerade die... Ach nee, das sind die übersprungenen Frames noch von Fall Guys vorhin. Ah, deswegen hat das vielleicht auch bei Fall Guys in der ersten Runde... Ein bisschen off-topic gerade, aber deswegen hat es bei Fall Guys, glaube ich, in der ersten Runde vorhin auch ein bisschen gerüttelt. Weil wir Skip Frames angesammelt haben. Die sind jetzt alle im Stillstand, das heißt, jetzt laufen ganz normal... Nö, beim letzten Follower-Botting ging die Zuschauer nicht hoch. Allerdings darfst du ja nicht vergessen, dass, damit die mich followen, müssen ja diese Bots auch quasi gerade zuschauen. Ne? Also zumindest glaube ich das. Ne? Weil ich meine, damit die mir ein Follow dalassen, müssen sie ja theoretisch kurz auf meinem Kanal und wenn ich live bin, auch automatisch im Stream sein. Das heißt, wahrscheinlich sind die Viewerzahlen dann gerade so ein bisschen so, springen mal wieder hoch und runter, weil es ja, er ruft auf, followt und geht wieder weg. Weißt du? Also, geht immer hoch und wieder runter. Aber ja, brauchen wir uns nicht von ablenken lassen, wie gesagt. Das ist eine 1-Sekunden-Sache, die nachher zu löschen, das ist überhaupt kein Aufwand. Insofern soll es nicht mein Problem sein. Aber ich merke gerade, die Follow-Zahl, die stagniert. Die Follow-Zahl hier bei mir unten, da, ihr kommt nicht hinterher. Aber vielleicht kann es auch sein, weil ich die Alerts pausiert habe, dass deswegen die Zahl da stagniert. Aber Leute, wie gesagt, keine Gedanken dran verschwenden, wir wollen den Troll nicht füttern. Wir zeigen ihm einfach nachher, wie schnell das wieder weggeht. Verschwenden wir ja keine Gedanken dran. Also, meine Damen und Herren. Ja, Ton ist da. Ich dachte gerade, der Ton ist weg. Oder? So, let's go. Wir gehen nicht drauf. Wir werden überleben. Däumchen drücken, Leute. Achso, und kleiner Tipp für alle, die vielleicht gerade zuschauen und eventuell in echt followen wollen. Wartet bitte so
5 Minuten oder so, damit der Follow-Bot da einmal kurz durch ist. Und followt erst dann. Dann kann ich euch leichter von den Fake-Follows trennen. Das macht mir nachher fürs Löschen sehr viel einfacher. Das wäre nett. Kuss geht raus. Und weiter geht's. Oh, Bruder, am Anfang bei Customs ist gerade echt wack. Also bis der einmal kurz die ersten 2 Minuten die Map geladen hat mit den ganzen Bossen und so. Uff. Ist der gerade ein bisschen unschön unterwegs hier. Ah, jetzt hat er sich. Bisschen strange, aber so ist das. So, was haben wir hier? Emelia interessiert uns nicht. Was haben wir hier? Nix. Da kommt auch schon der Airdrop. Die CB nehmen wir mal mit. Oh, CPU. Ja, wir schmeißen. Ach, warte mal, ich wollte ihn ja loswerden eigentlich, ne? Naja, gut, jetzt haben wir ihn an, was soll's. Wenn wir drauf gehen, gehen wir drauf. Shit happens. Wir brauchen aber ein bisschen Kohle. Da muss auch mal. Oh, okay. Die müssten ja eigentlich. Ja, aber die sind hinter dem Gebäude. Bin mir gar nicht sicher. Wollen wir, wenn wir Skeffs sehen und sie uns nicht sehen, wollen wir sie wirklich killen? Bin mir gerade ein bisschen uneins. Ich habe keinen Task mehr, glaube ich, wo ich sie killen muss. Customs zumindest nicht, wohlgemerkt. Ah, ja, das habe ich gesucht. Na gut, machen wir erstmal Abfahrt hier. Was haben wir denn für Exits? Okay. Gerade ein bisschen unwohl hier, wo ich stehe. Ast rein, Bruder. Welche Chance hatten wir, dreimal auf den Dreck zu schießen, Alter? Oh! Der ist tot. Ah, jeden Zuschauer, der dazukommt, den heißen wir willkommen. Ob echt, ob nicht. Sehen wir, wenn das Licht angeht. Oder warum kommen sie nicht rein? Jetzt aber. Oh ja, Baby. Fuck! Ah, wie kann man nur so schlecht sein wie ich? Ich bin so schlecht, Leute. Ich bin so schlecht. Ich würde am liebsten Orange essen. Was weiß ich, keine Ahnung. Mir fällt es nicht ein. Free Loot in. Nee. Kein Freeloot-In. Ich bin Freeloot-In. Du bist ein dummes Nicht-Freeloot-In. Du bist ein Killer. Du alter Killer. Ja! Vielleicht pelle ich die lieber. Spritzt auch ein bisschen sehr.
Bruder. Ich glaube, die war gespritzt, Bruder. So, herzlichen Glückwunsch. Wir haben einen Skef getötet. War astrein. Ganz tolle Sache. Schmutz. Leute, was ist das nur? Ich krieg einfach die Krise, Alter. Ich krieg die Krise, Leute. Ah. Kleiner Tipp, beißt niemals in eine Orange, wenn ihr nicht wisst, ob sie gespritzt war oder nicht. So. Willkommen im Club Zeras. Wir sind von einem Schlag. Wir sind die, die dieses Spiel nicht spielen, weil sie etwa Loot wollen, sondern weil sie ihn loswerden wollen. So ist das. So, oh, wir haben nicht mal mehr ein Headset. Eieieiei. Wie heißt das nochmal, das, was wir immer spielen? Zordon, ne? Wir spielen immer schön das Zordon. Haben natürlich den Caps Lock wieder an. Kaufen wir uns direkt mal ein bisschen hier auf Vorrat. Schön in ganz teuer. Einfach, weil wir es können. Müsst verstehen, wenn man reich ist, dann gibt man Geld aus, nicht weil man muss, sondern weil man kann. Oh, Bruder, die Orange war echt ungeil. Oh ja, die MK17. Ich glaube, ich habe noch eine MK17 rumliegen. Ja, guck mal, ich habe noch eine MK17 rumliegen hier. Ah, buh, ah, ja, ja. Die wird dann aber auch mal einen ganz schnellen Abgang machen, sobald ich die einsetze. Das weiß ich jetzt schon. Das wäre nicht groß überraschend. So, wir schmeißen rein. Ich packe meine Tasche und nehme mit. Einen Haufen Kecker. Zack. So. Ach, einfach rein, ne? Als ob wir bis zum dritten Magazin kommen, ich bitte euch, Leute. Ist ja wohl ein schlechter Witz. Wir packen noch einen Gesichtslappen und dann geht er auch wieder rein in Customs, unsere Lieblingsmap, da wo wir rulen. Die 5 Mille habe ich her, weil ich, wenn du dich vielleicht noch erinnerst, hier standen mal 2 Skef-Junk-Boxen. Ich habe sowohl ihren kompletten Inhalt verkauft, als auch die Boxen selbst, weil ja der Wipe naht und der Inhalt für mich also keinerlei Relevanz mehr hat. Und alleine die Boxen geben ja jeweils 750.000 bei Therapist, wenn du sie verkaufst. Ja, müsste stimmen. Was habe ich hier für einen Scope dran? Ist das das... Ja, okay, passt. Können wir rein. Und ja, das hat mich geboostet. Dann habe ich ja eigentlich alles verkauft, was ich noch an Weapon Attachments hatte, die ich weiß, dass ich sie selber nicht brauchen werde. Weil sie zum Beispiel für Waffen sind, die ich nicht benutze. Oder weil es einfach Attachments sind, die ich nicht nutze oder so. Ja. Glockenkopf, danke dir. Hätte mich auch gewundert, weil sonst hätte ich den Termin ja eigentlich drin haben müssen. Ja. Da habe ich mich dann auf 5,5 geboostet oder so. Und seitdem verweile ich auch auf 5,5. Ich war dann auf 5,5 geboostet. Dann habe ich angefangen offstream, einfach weil ich mich hochleveln wollte für Mechanic Level 3. Habe ich die Gunsmith-Parts gemacht von Part 7 bis inklusive Part 14. Habe das immer Break-Even gemacht. Also ich habe mit 5,5 Mille angefangen und als ich alle Tasks durch hatte, hatte ich auch wieder 5,5 Mille. Also hat sich Belohnung und Kosten dafür in Waage gehalten. By the way, ich konnte, das ist voll crazy, ich konnte Gunsmith Part 7 bis 14 alle im Stash machen. Ich musste nicht einmal in einen Raid rein und irgendwie noch was machen. Auf dem Flea habe ich es dann logischerweise gekauft. Ne? Logisch. Das heißt, nur diese eine Schmutzsache, wo man die RSS, heißt die so? RSS, ne? Wo man die Waffe holen musste. Die musste ich ja in Raid finden und die hatte ich ja in der Marked Room of Customs einmal gefunden. Dann habe ich die für Part 6, glaube ich, war das genommen. Part 6, Part 5, einer von denen. Und dann die anderen Parts schnell durchgehasselt im Dingsbums. Das hat mich 2 Level gebracht. Von 29 bin ich auf 31 hoch. Ja. Deinen ersten Cheater gefunden. Oh Mann. Also Cheater sind halt echt widerlich, Bruder. Richtig widerlich. Hast du ihn gemeldet? Wenn du weißt, dass einer war, immer schön melden die Dinger. Gute Chance, dass sie hier rausfliegen. Bei Tarkov sind die eigentlich halbwegs hinterher, dass da ein bisschen was passiert.
Insofern melden, rausfliegen. Richtig nervig sind die Cheater, die halt nicht nur den, dass sie dich durch Wände sehen können anhaben, ne, den See-Through-Dingsbums, sondern richtig nervig sind die, sogar irgendwie dann auch durch Wände durchschießen können. Ich habe keine Ahnung, wie sie das machen, wie sie das Spiel so brechen können, dass sie durch Wände durchschießen können, aber ich hatte schon mehrmals, ja, das ist scheiße, Alter. Dass sie dann halt auch irgendwie durch die Wände durchballern können. Das war halt wirklich, das war, ich habe es richtig gesehen, das war im Crackhouse auf Customs. Und er hat am Hinterausgang bei Crackhouse, wo so eine Metalltür ist, er hat durch die Metalltür, ich bin halt auf die Tür zugelaufen und er stand hinter der Tür und hat durch die Tür einfach durchgeballert und mich halt freaking erwischt. Das ist halt absolut unmöglich. Stößchen. Echt Schmutz. Ich meine, das macht doch auch gar keinen Spaß, das Spiel so zu spielen, oder? Ja, dann kannst du auch Minesweeper spielen oder so. Oder Romy. Oder wer es kennt? Arschloch. Passt dann wenigstens auch namenstechnisch. So. Ab rein. Ach du meine Güte, wir sind hier wieder. Eieiei, okay. Jetzt mal Licht anmachen hier. Oh, meine Lampe dran. Ach nee, wir haben ja vorne so einen Handguard. Eieiei, okay. Sind hier aber auch wieder mit dem absoluten Schmutz rein. So. Uff, 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 Alter, es passiert so viel auf der Map. Hallöchen. Ja, lauf, lauf, verdammte Kacke. Da ist doch jetzt nicht schon wieder ein Killer gewesen, oder? Ja, hau weg die Junkbox. Alles weg, Ceres, alles muss weg. Wenn wir in ein, zwei Wochen den Wipe haben, nichts brauchst du mehr. Ey, wenn das jetzt... Ah, das gibt's doch nicht. Oh. Leute. Ey. Ah. Ich sterbe immer dreimal. Das ist doch einfach nicht zu fassen. Einfach nicht zu fassen. So, welche Waffe spielen wir als nächstes? Verdammte Kegge. Ah, lass mich kurz überlegen. Wollen wir mal jemanden sehen, der besser ist? Geh nach Hause, Alter. So, wir spielen jetzt mit dem Pferdeschwanz. Der wirklich absolut hässlichsten Waffe ever. So. Der einzige Vorteil ist, dass ich so früh jedes Mal sterbe, dass ich weder essen noch trinken muss. Aber ob das der Vorteil ist, den ich anstrebe, weiß ja nicht. OBS ist da sogar drin. Okay, können wir machen. Dann packen wir die hier mal rein. Füllen sie noch mit BS auf, damit wir auch die teure Munition einmal rauspfeffern. Wir haben nur noch PPBS. Krass. Packen wir so ein bisschen BT ein. Wo haben wir sie? BT, da.
da. Darauf ein IFAK. Und ein Kellogg. Zack, zack. Eine Gesichtssocke und dann passt das. Bruder, das ist so unbeschreiblich nicht Zellenbein. Das mit dem Killer jetzt. Ey, vorhin, beim ersten Mal hat er mich erwischt, weil ich ihn nicht erwartet habe. Beim zweiten Mal habe ich ihn gesucht und er war nicht da. Jetzt beim dritten Mal habe ich wieder gedacht, so, ja, okay, scheint also nicht sein Hauptspot zu sein. Random also und ich höre nichts, also gehe ich mal um die Ecke. Bam. So, hat der jetzt eine Lampe dran hier, sonst basteln wir da noch eine ran. War da. Okay, und jetzt Prism. Was hat er dran hier? Nee, ein UTG. Ach. Nee, also das tauschen wir noch aus. Das tauschen wir mal noch aus. Haben wir hier eins rumliegen? Nee, ne? Hier noch was Nützliches? Was ist das? Das ist auch nur normales, ne? Ein Reflex. Okay, wir haben das, aber kriegen wir das hier rauf? Jo, das kriegen wir hier rauf. Ah, dann hätten wir jetzt aber nur eine Möglichkeit. Das ist ein was? Ein 7 bis 16, ne? Das klatschen wir da nicht rauf. Das ist ein 4er, ne? Jo. Aber 4er only. Ah, das passt auch gar nicht auf das Ding. Mann, Bruder. Eine Sekunde. So. Basteln wir uns jetzt mal kurz was zusammen hier. Edit Preset. So, wir klatschen hier einmal rauf. Haben wir den? Weiß ich nicht, ne? Haben wir den? Den Night Force? Haben wir mittlerweile, ne? Haben wir. Klatschen da rein. Das andere Night Force und oben drauf. Das Belomo. Dann passt das. Das müssen wir noch kaufen. Okay, nehmen wir das andere. Aber das ist ein... Ah, das ist ein Sima. Ah, nee, das ist ein Hensoldt. Ist das wirklich von Hensoldt? Hensoldt? Hensoldt macht Scopes? Ah, okay, nicht das Scope, sondern das Mag-Mount haben wir gesucht. Gut, okay, dann lasst uns das hier einmal abbauen. Dann machen wir das da gar nicht ran, sondern dann machen wir direkt ein Prism drauf. Oder nee, das hier, komm, lass ein Leupold, das nehmen wir das. Das ist more easy. Das kriegen wir auf jeden Fall auch gekauft. Easy as that. Sample. Fertig. So, was gibt's hier noch? Kohle. So. Passt das auch. Perfekt. Zack. Bum, 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 bum. Alles fertig. Rein die Luzi. So, und in der Wartezeit machen wir einmal kurz, weil es so easy ist. Ja, Zera, ist immer raus damit. Alles muss weg. Sommerschlussverkauf. Oder Frühlingsschlussverkauf oder so. Da. Den nehmen wir einmal. Wir logen einmal in. So, wir nehmen einmal die Zeit. Wie haben wir es dann? Da. Da. Okay. Ist der 23. ne? Ja. Da. Okay, also 12. 54. Heute. 12. Und jetzt apply the filter. Jo. Checken wir einmal kurz. So, dann zeige ich euch das einmal kurz.
Kurze Kamera weg. So. Da haben wir einmal den Removal. Wir haben jetzt hier die ganzen Bots einmal, die alle reingekommen sind. Ab 54, auch alles mit sehr lustigen Namen. Alles Schrott. Ja. Jetzt können wir die eigentlich alle removen. Einfach hier remove all followers listed below. Wir removen die einfach einmal. Das sind 339. Das sind alle, die heute reinkamen. Fertig. Und er removed alle. So viel dazu. Hat sich also auf jeden Fall gelohnt für die Person, die das gemacht hat. Herzlichen Glückwunsch. That was a waste of money. Hat nicht länger gedauert als eine kurze Wartezeit in Tarkov. In der Yagorn. Ich habe sie jetzt mal nur removed. Kommen die nochmal zurück, kann ich natürlich die auch komplett blocken. And then that's it. Oh ja, die nochmal wieder. Ach Bruder, also das werde ich nicht vermissen, wenn das Event vorbei ist. Dass das so suckt am Anfang kurz. Okay. So. Okay, jetzt hat er sich langsam wieder. Okay, sehr gut. Das galt jetzt aber nicht mir, oder? Boah, ich habe halt keine Ahnung, wo die Bosse hier stehen. Ich sag's ganz ehrlich. Ich glaube, das ist mein größter Pain gerade. By the way, es ist aber auch seltsam, wie viele Spieler heute einen erstmal ansprechen, bevor sie einen töten. Auf der Kreuzung steht Sturmmann, alles klar. Ist das Sturmmann? Der hat keinen Helm auf oder so. Noch ein Headshot. Okay. Also der hat zwei Headshots überlebt, von daher... Leia, der hat zwei Headshots bekommen, meinst du? Aber ein harter Player. Scheiße. Was ist das? Wo kam dieser Schuss her? Es war 100 pro Sturmmann, ne? Der kam hinten durchs Loch, wo ich ihn erst beschossen hatte. Nee. Aber warte mal, voller Name? Svetlozerski. Gut, ich weiß nicht, es könnte auch sein, dass jetzt alle seine Guards irgendwie so heißen. Aber ich habe 2400 EXP bekommen. Also habe ich ihn gekillt. Ich habe Sturmmann gekillt.
Ja! Yeah. Ich habe einen Boss gekillt. Und einer seiner Guards hat mich dann aus Rache gerecht. Ihn aus Rache gerecht. Aber wir merken uns für die Ewigkeit. Ich habe einen Boss gekillt. Ast rein. So und nicht anders. Hat mir leider nichts gebracht, weil ich keinen Task habe, der sagt, dass ich das machen soll, aber... Joa. So ist das. Kann man nicht ändern. So, wir können mal kurz probieren. Oh mein Gott! Nee, es gibt einen anderen. Oh, warte mal. Warum geht das nicht? Warte. So. Oh mein Gott! Versuch mal ganz schnell durchzukippen. Oh, mein Finger! Oh, er bricht ab. Oh. Oh. Und? Ich skipp so schnell, wie ich nur kann. Oh. Oh Gott, ich kann nicht. Es sind so viele. Oh. Ich hätte mir mal den Button hier auf mein Dingsbums einbauen sollen, dass ich die resetten kann. Ich habe leider nur das Skippen und Pausieren hier eingestellt. Oh, mein Finger. Oh, das. Oh, ich dachte eben, das war der letzte. Oh, jetzt haben wir es. Oh. Puh. Das war Sport. Oh. So, weiter geht's im Programm. Was haben wir hier noch rumliegen, was wir wegschmeißen können? Eine RFB vielleicht? RFBs spiele ich nicht. Die können weg. Wer in Gottes Namen spielt eine RFB, der ist selber schuld, dass er so eine Waffe spielt, soll er sich im Grunde Boden schämen. Telefone klingeln. Aber ich habe keine Zeit. So. Wir haben auch keine... Doch, haben wir noch, ne? Hier, ja. Unload. Oh ja, von denen haben wir noch welche. Da sind wir auf jeden Fall gut bestückt. Munitionstechnisch M80 haben wir da. M61 sehr wenig. Nehmen wir mal die M... Oder M... Nein, nehmen wir den die M80. Wir haben einfach von dem anderen Zeug zu wenig. Wir haben einfach zu wenig davon, um die großartig zu verwenden. Ist die M80 da? 19 Schuss nur noch? Okay. Na ja, gut. Willst du machen? Wir brauchen jetzt Sally was. Sally, wa? So wird ein Schuh draus. Oh, ich muss mal pinkeln. So. Oh, auch die haben wir nicht mehr. Kellogg's. Ja, damit. Zack, zack. Ah, ich hätte noch Granaten gehabt, fällt mir gerade ein, aber... Ach, immer dieses Sterben. Das ist wirklich die schlechteste Eigenschaft an diesem Spiel. Dass ich es nicht mal 2 Minuten schaffe, weil hier an jeder freaking Ecke einfach Bosse stehen. So, Gott gib ihm...
I am here. Alles gepasst. Oh. Ah, okay. Hast rein, kein Score draufgeballert. So läuft das. Okay, ein halbwegs brauchbarer Spawn mal. Ich muss ehrlich sagen, ich wäre schon etwas mehr amused. Wenn ich mal den ein oder anderen Kill landen könnte. Manchmal sind die Events doch etwas hart. Dann gehen wir erstmal drüben in die Hütte rein. Ja, ist okay. Ja, bla bla. Ich denke, jedes Mal, da steht einer oben. Wir sehen. Sehen wir nichts. Okay. Traurig. Aber wahr. Zucker eingesteckt. Tür zu. Oh, Night Force. Ja, damit. Keine Ahnung, wo der sein Zeug jetzt runterlässt. Bruder! Toilettchen einmal auschecken. Am Start hier wieder. Okay, wir gehen mal rüber. Ich glaube, der heiße Scheiß passiert gerade auf Customs. Wer will denn schon sehen, wie ich einen Task auf Interchange erledige? Eine Woche vorm Wipe. Da juckt doch keinem die Pelle nach. Also schauen wir einfach, was wir hier so erledigen können. Und merken, dass wir keinen Rucksack einstecken haben. Da wir ja mal. Rucksäcke wären schon so ein Loot, den man auch mal rumliegen lassen könnte, oder? Finde ich, wäre mal was. Dass einfach mal so ein Rucksack in der Ecke rumliegt. Boah. Na gut. Nachladen verboten. Einmal reindrücken. Das nicht.
Nix da. Nichts los hier. Dann lieber so. Nix. Okay, für diese Ecke der Map interessiert sich anscheinend niemand. SPP? Was ist denn SPP? 939er. Ist das nicht die MP7-Ammo? Die brauchen wir nicht. Ich habe was gehört. Lass uns doch mal unauffällig hinrennen. Okay, war nix. Gehen wir einmal mitten durch. Denn Risiko ist mein zweiter Vorname. I don't have a good feeling about this, about everything. Cause I'm a bad player. I'm a bad player. Yes, I am, and you can do nothing about it. Cause Hopfen and Malz is lost. Rudi! Muss es ja nun nicht wirklich auf der Stelle beweisen. Hopfen und Malz ist verloren. Hui! Hui! Beine gebrochen. I'm so lost in this game. In my mind, I can blame myself. It is what it is. Sind denn alle? Ich verstehe dann auch die Platzverteilung nicht. Es müssen noch... Ey, for real, da gibt er sich jetzt ein. Ein bisschen Adrenalin kickt halt. Wenn die Bosse hier auf der Map alle sind... Okay, einer ist Dorms. Ja, Ceres, sehe ich genauso. Das ist ein Event für mich, wo ich einfach nur mein Stash leer bekomme mit. Aber es ist doch schon... Ich finde, es ist eigentlich fast schwieriger, so besser zu werden.
Weil, wenn du permanent stirbst, noch bevor du ein paar Schüsse setzen kannst, ist jetzt der Lerneffekt, ich sage mal, nicht so riesig. Eher der Frusteffekt. Für den Lerneffekt wäre es doch schon ganz wichtig. Weil das ein oder andere Ding setzen zu können. Aber ich sehe ja zum Teil nicht mal, wo die Schüsse herkommen. Also es muss jetzt von da irgendwo gekommen sein. Aber Bruder, wo? Vor allem, ist es jetzt ein Boss mit Guards oder es hat sich ja sehr einschüssig angehört? Wahrscheinlich eine AK oder sowas. Keine Ahnung, wo kamen diese Schüsse her? Keine Ahnung. Oder keine Ahnung. Das niemals von da vorne, oder? Trupowotz. Okay. I don't know. I don't know, wo der herkam, Leute. Sagt's mir, wenn ihr es wisst. Sagt mir, wo der Schuss herkam. Eben beim zweiten hatte ich das Gefühl, dass ich eigentlich was vom Military Point da gehört habe, von der Straße aus. Aber das würde ja bedeuten, er hätte durchs Gebäude, durch die Mauer schießen müssen. Keine Ahnung, Bruder. Ich lerne halt tatsächlich nicht so viel davon. Weil ich nicht weiß, was ich hätte anders machen sollen. Also, was hätte ich jetzt anders machen sollen, dass ich ihn erwische? Hätte ich einfach wissen müssen, dass er da ist, aber dann ist ja nichts, was ich besser machen kann. Das ist ja nur etwas, was ich dann einfach wissen muss das nächste Mal. Wir machen mal jetzt den hier. Wir verwenden jetzt mal sowas, damit wir nicht alle unsere Rigs aufbrauchen. Machen wir mal den Bankrobber mit dem Slick. Ist nicht minder teurer, aber was kommt jetzt hier in die Luzi rein? Ah ja, Gen M3s. Gen M3s. Max. Bup, bup, bup. Bin ich dumm? Wo steht die denn? Das sind das Starnax? Achso, hier, Gen M3. Ach, Bruder. Mach die Augen auf. 40.000, okay. Ja, Dollar haben wir viel, ne? Ja, wollen wir die Dollar raus? Was soll's? Kommen wir vier. Nehmen wir mehrere von denen. Und packen wir rein unsere... Ah ja, okay, Munition müssen wir auch nochmal kaufen. Wo ist sie? Hier. Wieder die 150 Schuss einmal. Zack. 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 Weg damit. Weg. So, Zucker... Weg die Suppe, meine Damen und Herren. Bumm. Läuft. Dollar auf Dingsbums geht natürlich nicht. Logische Sache. So ein Gesichtssocken noch. Wie geht das los? Das ziehen wir mal hier hin. Ach, guck mal, können wir reinchecken. So, lasst mich einmal kurz. Was haben wir jetzt oben drauf? Das Prism wieder. Wir haben noch eine Lampe, ne? Können wir noch ranbimseln? Oder sogar ein Laser, zack. Vielleicht möglichst nicht so, wenn es in Ordnung wäre. Das erachte ich nicht für den allerbesten Spot. Für den Laser. Jetzt mal einfach so. Aber das ist der einzige Spot, wo er den ranmachen kann, sonst bräuchte ich... Nee, oder? Bruder. Lass kurz... Das kurz checken im Hideout. Aber niemals sehe ich damit was. Ach, ich... Ah! Muss es auch einpacken. Niemals sehe ich damit was. Niemals sehen wir damit etwas. Was ist jetzt los? So. Bob. Also, wenn wir damit jetzt was sehen... Das würde mich ja überraschen.
Pass rein! Damit hätten wir reinjoinen müssen. Ah, es wäre der Spaß unseres Lebens geworden. Ja, das geht natürlich nicht. Preset. Haben wir nicht mehr sowas, ne? Ne, Preset, Edit Preset. So. Haben wir doch, aber guck dir mal. Assemble. Ja, bla. So. Passt. Wackelt. Hat Luft. Was haben wir für Werte? 54er Ergo und 85er. Ist aber in Ordnung. Für unsere Zwecke ist das in Ordnung. Oh Mann, richtig leer wird es hier langsam bei mir. Essen, trinken brauchen wir nicht bei den Werten. Ich überlege gerade kurz, ob wir mal eine Interchange oder eine Shoreline dazwischen packen. Weil ich weiß noch nicht ganz, was ist mein Ziel auf Customs? Was ist mein Ziel auf Customs? Außer auf die Fresse zu bekommen. Wir sehen nicht so wirklich was. Haben wir nicht irgendwas, was wir besser machen können? Ich finde es nur raus, wenn wir auf Customs spielen. Boah. 114.000 Versicherungen, let's go. Meine Damen und Herren, willkommen zur nächsten Customs-Runde. Bitte schnallen Sie sich an, machen Sie sich bereit, setzen Sie sich hin, nehmen Sie sich einen Tee, ein kaltes Bier. Es ist aber erst 13:45 Uhr, seien Sie sich also selbstbewusst über die Aussage darüber, wenn Sie sich an einem Donnerstag um 13:45 Uhr Ihr erstes Bier genehmigen. Ich empfehle Wasser. Setzen Sie sich hin, lauschen Sie der Musik, meine zarten ASMR-Stimme. Und genießen Sie die seichte Action. Hier. Auf KISS FM. Ach nee, Quatsch. Auf Twitch meine ich. Let's go. Zeros. So. So, mein Rücken auch schon wieder recht unangenehm. Kann man das eigentlich sehen? Visuell ist der Schweiß noch nicht aufgetaucht, aber ich kann euch sagen, physisch fühle ich ihn. Mein Stuhl auch. Einfach beste Temperaturen fürs Zocken, muss man sagen. Ich bin ehrlich mit euch. Ich habe früher in einem Dachboden gewohnt. Dachbodenartig. Da war das noch viel heißer beim Zocken. Also immer mit der Ruhe. Was haben wir hier drin? 29 Grad, ich bitte euch. Das ist eine kühle Brise. Das ist genauso warm wie draußen. Lohnt sich also, könnte ich auch das Fenster aufmachen und die angenehme Wärme reinlassen. Würde wenigstens ein bisschen Durchzug hier herrschen. Aber ja, so ist das. Haben wir noch ein Angebot hier? Ach, das. So. Das juckt. Ah. Der tat gut. Der musste raus. So, mal gucken, was wir diese Runde erreichen können. Ein Boss-Kill haben wir schon gehabt, ein Scav-Kill haben wir schon gehabt und ein PMC-Kill haben wir heute schon gehabt auf Customs. Ich glaube, sehr viel besser wird es nicht. Das ist schon mit das höchste der Gefühle, was wir uns geben können. Oh, ich schnupfen kick wieder. Hier ist nicht meine Polle. Scheiße. Wow, was hier, wow. Wow, wow. Oder wow. Was hier, wow. Nix wow hier. Yeah.
Okidoki. Alles knarzt. So. Wir stellen es einmal an die Wand und versuchen kurz unser Infrarot anzumachen. Ist das Infrarot? Ich kann es kommen. Ja, das ist Infrarot. Infrarot ist an. So, wir bewegen uns wieder Richtung Sturmern. Bei dem hat es eben auch schon ganz gut geklappt. Wir haben die 56er A1 drin. Sollte also halbwegs möglich sein. Aber der ist natürlich nur da eben hingerannt, weil ihn Leute da hingetrieben haben, glaube ich. Ah ja, das wird... Ich sollte da nicht so viel hochgucken, Bruder. Nicht so clever. Ich glaube, wir bewegen uns hier mal zur Kreuzung hin. Ich will Sturm anlegen. Genauso gut können wir uns hier auch gleich einen Longshot fangen. Aber ich gebe mein Bestes. Versprochen. Vielleicht ist er heute auch gar nicht hier. Okay, da unten wird geschossen. Na gut, ich sehe nichts. Okay. Da läuft einer. Wo kam der, Bruder? Ach, Scheiße, wir haben kein Healing bei. Ja. Motherfuck. Discard. Glaub mir mal, Alter, ich schmeiß das jetzt hier gerade mal weg, das Zeug. Discard. Jetzt weg hier. In der Hoffnung, niemand unser Stuff findet. Wir rennen einmal darüber. In der Hoffnung. Das ist der räudigste Tod des Tages heute. Es kann nicht wahr sein. Versteck mich jetzt hier. Bruder, das ist der räudigste Tod des Tages. Wenn man mein IQ mit diesem Spiel paart, dann ist das das Ergebnis. Ich kann es nicht fassen. Kann ich die Waffe noch wegwerfen? Da. Oh Herr, nimm mich. Ich führe mich in deine Arme. Ach, Leute. Also, Boss of Customs, Killer, Tagila sind bei Big Red, Sturmann auf der Brücke, Kreuzung, Glutar bei Fortress, Reshala bei Dorms, Sanitar, New Gas, beziehungsweise Waterhole. Okay, danke dir auf jeden Fall für den Hinweis. Bruder, aber ist ja alles verseucht. Wie lange kann es denn dauern, bis ich jetzt hier drauf gehe? Verdammte Kacke. Kann mich denn niemand erlösen? Hallo? Bitte erlöse mich doch jemand. Von meiner Qual.
Hallo. Ey Leute, es ist der räudigste Tod in meiner gesamten Tarkov-Karriere. Hier, da hinten ist doch jemand. Hello. Please shoot me. Danke. Hat's einer übernommen. Also, wenn es jemals einen Moment gegeben hat, in dem man sich ernsthaft fragen darf, warum ich dieses Spiel spiele, Leute, dann war jetzt der Moment dafür. Ey, ich sehe so schlecht aus auf Customs. Wir gehen nicht nochmal auf Customs. Ich sehe gerade so schlecht aus. Das ist unfassbar. Oh Mann, Leute. Oh Mann, Leute. Vergesst nicht, ein Follow dazulassen, wenn ihr sowas häufiger sehen wollt. Ah, Brudi. Es ist der Schmerz. Er ist real. Und der kickt hart. So, wir nehmen jetzt die SR-25. Wir gehen jetzt, Bruder, auf Shoreline. Bruder. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist ein Pain. Ja, da können wir jetzt das anziehen. Das ist nicht so schlimm. Shoreline sollte mir nichts passieren. Sagte er in froher Erwartung. So, 762er. Haben wir nix. Was ist denn 762er für eine? Die M80er, okay. Die können wir kaufen. Das ist nicht das Problem. Was stecken wir da rein? Schau mal. Keine passenden Magazine wieder? Wofür habe ich eigentlich Magazine? So. Zack. Eigentlich unsinnig, so viel da reinzuladen, um ehrlich zu sein. Weil es halt ein Rifle ist. Es kann auch nur, ja, nur Single Fire, okay. Das heißt, ich schmeiß mir mal noch rein eine MP7. Ganz ehrlich, nur mit der SR? Weiß ja nicht. Ich glaube, das geht ganz schnell nach hinten los. Oh, guck mal, wir haben sogar noch so ein Magazin hier. Sogar voll. Dann nehmen wir das mit. Und so eins. Nehmen noch ein Heal mit. 4, 5. Kommen noch ein Sorden. Kann ich glauben, dass wir alle Sordens aufgebraucht haben. Sorden. Boah. Those prizes, brother, they're killing me. So expensive. Oh. Oh ja, davon haben wir auch genug. Das heißt, wir müssen uns jetzt den Strumpf einmal aufziehen. So, müssen tun wir es natürlich nicht. Aber wir machen es. Okay. Rein die Luzi, Shoreline, Abfahrt. Mal ein bisschen wieder was zusammenlooten. Mal ein bisschen ein gutes Gefühl bekommen. So. Ohne Jannas. Mit Sockenkopf Joe hier. Oh Mann, ey. Aber jetzt werdet ihr sehen. Auf Shoreline. Ich aber ausrasten. Ja. Bekannte Tarkov-Regel, da ist immer einer mehr. Ne? Aber congrats, dass du es geschafft hast, Sanita und seine Boys zu killen. Der stand dann Sanita bei New Gas. Ah, okay, genau.
STM9. Mmh. Ah. Astrein. Astrein. Ein richtiger Waffenkonnoisseur. Mmh, das fühle ich. Aber mit der STM9 Sanitar legen, das ist wirklich. Also man kann ja Sanitar legen, aber dann mit der STM9, das ist wirklich. Mmh. Also besser wird's nicht. Das ist, glaube ich, die Spitze dessen, was man in diesem Spiel erreichen kann. Congrats dazu. STM9 Sanitacke. Beste. Das ist natürlich. Mit PST-Munition oder hast du dir tatsächlich im Hideout noch was zusammengebastelt? Oder hast du ihm tatsächlich PST reingeknallt? Da musst du ja richtig geballert haben. Das ist ja crazy. Hast rein. Ich wünschte, diesen Skill hätte ich heute auch auf Customs an den Tag gelegt, aber ich habe nur einen zufälligen Sturmmann-Kill hingelegt. Mit Green Tracer sogar, okay. Interessant. Crazy. So viel Skill muss man haben. Hat nicht jeder. Aber schauen wir mal. Wir gehen jetzt auf Shoreline. Wir machen jetzt erstmal eine schöne Loot-Runde mit ein paar Scavies, die wir wegknallern. Schön in aller Ruhe, weil keiner jetzt Shoreline spielt. Alle schön auf Customs. Das Event wahrnehmen. So sind wir aber nicht gepolt. Wir spielen da, wo die richtigen Pros spielen. Auf Shoreline, alleine, beim Looten. So nicht anders, meine Damen und Herren, so nicht anders. Ich krieg auch langsam etwas Hunger. Der Hunde erstmal was zu essen reindrücken, auf jeden Fall, Leute. Mal gespannt, was ich im Kühlschrank finde. Kurz die Notes checken, die ich mir hier gemacht habe. Oh, siehst du? Ey, ich wusste es doch. Ich wusste doch, dass wir es vergessen. Wir haben vergessen, die Helligkeit im Display anzupassen. Und ich wundere mich die ganze Zeit, ohne es zu sagen, warum es so dunkel in dem Spiel heute ist. Weil genau das passiert ist, was ich vorhin Angst hatte, dass es passieren würde. So wie bei Fall Guys die Helligkeit vom Display runterstellen und wenn ich dann schön bei Tarkov vergesse, sie wieder hochzustellen, die ganze Zeit durch die Gegend stapfe, in ein Gebäude reingucke und mir denke, warum kannst du heute nichts sehen, wenn du da reinguckst? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Rätsel gelöst. Mann, Mann, Mann. Oh, wie flüssig es direkt am Anfang ist. Und das auf Shoreline, meine Damen und Herren. Also wirklich. Okay, Pierboard Pass. Warte mal, Pass to Lighthouse hier, wo wir gejoint sind? Nehmen wir eher Road to Customs. Aber ganz ehrlich, Pass to Lighthouse, dass das echt immer drin ist. So, Shoreline regnet, was auch sonst. Warte mal. Oh, ich renn doch gerade Pass to Lighthouse. Hätten wir fast wieder den aus Versehen Exit gemacht. Okay, Abfahrt. So. Wir gehen hier mal kurz in die Hütte. Das gehört. Rein in die gute Hütte. Jacke mitnehmen. Was liegt hier? Oh. Krasavisch. Und Vlies. Ein sehr großes Vlies. Und ein Aramid. So groß sind die Bruder. Heftig. War ich das? Ja, ich war das. Nichts drin. Ein Wasserfilter, schon lange nicht mehr gesehen. Screws.
sehen da. Dann gehen wir einfach mal weiter. Ich habe mir übrigens überlegt, auch schon aus Nützlichkeitsgründen, aber wenn der Wipe stattgefunden hat, werde ich mal ein paar Tage hintereinander weg Tarkov streamen. Weil ich diesmal möglichst schnell hochkommen will, um die wichtigsten Dinge zu machen, damit ich nicht wie in diesem Wipe hinterherhänge. Gut, ich bin auch später eingestiegen, also obviously no chance gehabt, aber ich denke, da machen wir mal so ein bisschen Stream-Marathon, kann man das nicht wirklich nennen. Weil ich natürlich offline gehe. Ich werde mich nicht beim Pennen filmen, wie viele. Totally weird. Aber dass wir einfach mal ein bisschen hintereinander durchziehen. Ja, ein Hawk. Glaub, das werde ich machen. Damit wir dann mal ein bisschen hochkommen. Ich werde dann aber auch nicht alles als VOD hochladen. Ja, normalerweise cutte ich ja mal alles, aber das kostet mal so viel Zeit. Das nach dem Stream dann auch alles cutten, die Clips machen. Das Rendern, hochladen. PC läuft dann auch um die ganze Zeit. Das beeinflusst es natürlich, ne? Also ich kann dann immer nicht so lange streamen. Oder ewig. Okay, jetzt hier was raus. Ewig streamen. Weil alleine das Rendern von einem 5-Stunden-Stream natürlich einfach mal 2 Stunden dauert. In 2K. Dann dauert es auch genauso 1,5-2 Stunden, um das hochzuladen. Da ich den nicht über Nacht laufen lasse, weil der hier im Schlafzimmer steht. Und ich auch noch leben will, geht das halt erstmal nicht so. Aber wenn ich die nicht hochlade, spielt das keine Rolle. Genau das werden wir dann auch mal tun. Deswegen hoffe ich auch, dass der Wipe jetzt demnächst wirklich kommt. Weil ich schauen will, ob ich wirklich die Tasks so schnell hintereinander weg durchzeppern kann. Würde mich interessieren. Bin ich auf jeden Fall gespannt. So. Skef Island wird anvisiert. Oh, ich merke halt, ich habe Instructbot gar nicht an, ne? Habe ich gar nicht angemacht. Schande, Schande, Schande. Naja, passiert. Man merkt, scheinbar wirklich viele Leute auf Customs unterwegs. Man hört ja nicht mal einen Schuss. Kann man ruhig bis zur Erschöpfung rennen. Passiert nichts. Okay. Keiner da. Nicht mal die Scavs haben Lust, auf Shoreland zu sein. Das ist ja meine Ansage. Wenn selbst die keinen Bock haben. Wie viel heller es jetzt ist. Ist natürlich blöd, weil ich jetzt tatsächlich gehofft habe, hier einen Rucksack zu bekommen, sage ich ganz ehrlich. Das war natürlich mein Plan. Spätestens hier jetzt den Rucksack in Empfang zu nehmen. Ja. Der wäre jetzt auch nicht so unnütz, sage ich ganz ehrlich. Ja. Shit. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Noch ein. Okay. Was kann der? Der macht das Rennen, ne? Max Stamina, genau. Okay. Also wenn wir uns mal den Dötz geben wollen und richtig schnell rennen müssen, langanhaltend, dann nehmen wir den. Tschüss. Tschüss.
Okay, das ist ungewöhnlich krasses Loot hier. Wenn jetzt hier irgendwie noch eine krasse Waffe drin ist, dann bin ich echt surprised. Okay. Weiß nicht aus dem Kopf. Suppressor, immer wieder so eine Sache, ne? Okay, sieht man nicht so viel. Hat der eine Lampe dran? Nein. Ein Lämpchen rangebaut. Okay. Oh, wir sind trotzdem schon im Übergewicht. Auch interessant. Nur einen Rick an. Schon bei 28 Kicks. Eine Glock. Komm auf. Natürlich blöd. Jetzt können wir in den Safe nicht ran. Das heißt, wir müssen erstmal Lighthouse gehen. Oh, jetzt ist aber wirklich voll da oben. Jetzt wirklich nachladen verboten. Das heißt, wir werden erstmal Lighthouse runtergehen. Dass wir da einen Scare finden oder unten an der Tanke einen finden, der auch einen Rucksack trägt. Sonst ist es eher semi. Sage ich ganz ehrlich. So, wir rennen einmal kurz durch mit Übergewicht für die extra XP. So, mal gucken, ob ich... Habe ich Stamina eigentlich? Ich glaube, ich habe es schon ausgemaxt, ne? Ich glaube, da kann ich gar nichts mehr... Weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe das ausgemaxt. Ich glaube, da ist nichts mehr, was ich machen kann. Okay, interessant. Dann, gehen wir doch gleich einmal eins rauf. Der E-Motor... jetzt da bleiben. Dann gehen wir doch jetzt einmal eins hier rauf. Wenn wir da die Schüsse hören. Das Risiko gehen wir mal nicht ein. Eine Runde, wo ich mehr als 2 Minuten überlebe. Natürlich jetzt die Frage, wenn hier Scavs sind, will ich eigentlich ungern auf sie schießen. Ist auch keiner. Da hören wir was. Das hat sich komisch angehört. Oder diese Witterungsbedingungen. Du siehst halt gar nichts. Ah, jetzt überlege ich, gehe ich unter den Strand rauf auf Pier hier? Lighthouse. Die sind da, ne? Ich sehe sie nicht.
Oh doch, ich sehe ihn. Ich muss zugeben, der war um ein Vielfaches lauter, als ich gedacht habe, dass der Schuss es sein würde. Ich sag das ganz ehrlich und straight heraus. Aber meiner Meinung nach hat er da durchgelümmelt. Wir gucken hier mal kurz rein. Meiner Meinung nach hat da einer durch den Zaun gelümmelt. Siehst du, das ist gut. Das können wir alles einstecken, das ist das, was wir suchen. Jetzt noch irgendwie so ein GP-Coin oder sowas. Kondor. Nee, eine Schnuffi brauchen wir nicht. Ich sag's ganz ehrlich, ich glaube, ich gebe unten. Oh, he dead. Hino Rucksack. He nix haben. Schade, kann ich auch das Messer nicht mitnehmen. Oh, da liegt eine Waffe. Okay, interessant. Könnte also ein Player-Scav gewesen sein. Ach, Bruder. Ich sehe einfach gar nichts. So, wir rennen da jetzt hin. Langsam. Kann nichts. Nach wie vor nichts. Geh weiter hier unten lang. Ah, guck mal, aber ich habe ihn getroffen. Ah, ne, das ist der Todesgaff. Ah, hier ist einer. Okay. Übrigens hat das Display immer noch diesen Bug, als hätte man den Helm auf, ne? Weil oben links hier überall mein sieht aus, als wäre da überall Regen drauf. Immer noch klein bisschen gebuggt. Das macht ja keinen Sinn so. Ah,
Bruder, ich dachte ehrlich, ich habe da einen getroffen, weil der runtergeblutet hat. Aber lag da halt einfach nur der Standard-Dulli. Okay. Okay, okay. Ich glaube, wenn wir weitergehen, rechnet er nicht mit uns. Oder steht er direkt auf der anderen Seite des Zauns? Spannung. Oh nein. Nicht springen. Ach, geht. So, jetzt haben wir ihn gleich einmal umsneakt. In absolutem Schneckentempo. Scheiße. Puh. Aber wo ist er? Da? Nee. Wo ist er? Ist er weg? Ich dachte ihm, das ist er. Richtig lustig wäre auch, wenn ich jetzt hier lang laufe und jetzt ist er da so am, da draußen ja am Zaun so und läuft jetzt unten lang. Dass wir uns einmal im Karussell. Schmutz, Alter. Ist er überhaupt nicht mehr hier, Alter? Alter, Hauptsache, ich habe hier wirklich im absoluten Schneckentempo alles umsneakt. So, was ist er da für einer? Ah, ein Skype. Oh. Jawohl! Aber was wir ihm hinterherrennen werden, kannst du aber Gift drauf nehmen. Ich sehe nichts, Bruder. Keine Chance. Scheiße. Ah. So,
Scheiß. Dem die ganze Zeit gefolgt. Und dann ist er da schon längst weg. Ich wusste es, als da die Granate fiel. Ich habe kurz überlegt, war das vielleicht ein anderer? Oder war er das? Ja. Jetzt wissen wir es. Mist. Mister. Fischreihen reiben hier. Kriegen wir langsam ein bisschen Durst. Können wir uns gleich ein SJ6 reindrücken und dann Road to Customs laufen, weil wir keinen Rucksack haben. Und hier gar nichts mehr erreichen können. So, ich lade einmal kurz hier in Sicherheit nach. Mensch, 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 leider. So, den Stim drücken wir uns gleich rein. Ich glaube nicht, dass der jetzt weiter hierher gucken wird, ne? Der weiß ja auch... Gut, er könnte natürlich wissen, dass ich von hinten geschossen habe, aber... Hätte auch sein können, dass ich... ich muss mal... Nullen. So. 7 reindrücken hier. Schwupp. Und Abfahrt. So habe ich mir das jetzt aber nicht vorgestellt. Der zickt ja trotzdem ganz schön von der Ausdauer hier. Die laufen unten am Wasser lang. Bisschen schneller Recovery wäre schon angebracht. Drückt mit euch hier nicht so ein Stim und dann wirkt der nicht. So. 2 Baustein-Scarfs nicht vergessen. Hier hustet einer. Gott. Ah, oh Mist, wir haben eine Blutung gleich nicht gesehen. Mann, das war ja wieder eine Nummer. Boah, das hat uns richtig unnütz viel gekostet. Ich hab sogar noch gesagt, Achtung vor dem Dulli. Und dann liegt der, vor allem der, das war aber auch so, es hat sich so angehört, für mich lag der da hinten, hinter dem blauen Zaun, dachte ich, wird der irgendwo sein. Das war so... leise.
Für mich war der nicht. Hier dachte ich, wäre er irgendwo. Crazy. Locke, ruf mal bitte bei Kanzlei an. Und frag mal, was Sache ist. Das zweite Mal wird angerufen und wenn ich nachher fertig bin, ist der schon weg. Nicht, dass irgendwas Wichtiges ist. Und dann findet hier keine Konversation von nächster Woche statt oder so. Zur Not soll er per E-Mail schreiben. Oh, ist die Blutung wieder aufgegangen? Nee, ne, ich habe Contusion, deswegen hat er guckt er so. Oh, warum? Läuft alles gut? Weil die Wirkung nachlässt? Oder warum hat er jetzt hier seinen Tunnelblick? Alles gut. Reiß ich ein bisschen zusammen. Wenn ich schlapp. Gleich haben wir es hinter uns. Pinky Promise. Aufgegangen. Soll uns jetzt aber nicht weiter interessieren, ist auch nur eine leichte Blutung. Oh! Boah, Bruder, dieser Wassertropfen vor meinem Auge, ey, das hat mich gerade so erschrocken zusammen mit dem Baum. Ich dachte, da ist gerade einer einfach aus der Hocke aufgestanden. Oh, das war Herzinfarkt-Niveau gerade für mich. Alter. So. 14:30 hat länger gedauert, als ich dachte. Aber die Runde haben wir. Oh, hab ich mich gerade weggeschrocken, Alter. Shingis Samarski. Ein Kill. Alter, auf Customs kommst du keine 3 Meter, ohne dass man dich killt. Und auf Shoreline musst du etliche Kilometer laufen, um einen Kill zu haben. Stärkerer Kontrast. Geht wohl nicht. So, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt erstmal die Mittagspause erreicht. Ich mache mal kurz mein Essen. Und dann switchen wir rüber. Jetzt gerade lädt er. Ich muss schon wieder niesen. So, ich mache mal kurz meinen Mittag fertig. Und dann switchen wir rüber. Hab noch 2-3 Videos für meine Mittagspause vorbereitet. Und die zäppeln wir uns jetzt rein. Dazu muss ich nur... Das lassen wir mal hier. So. Einmal das Topic ändern hier. So, dann sind wir schon soweit. So, Leute, Tag auf. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, wieder schon. Reingehauen. Oh.